Gut, heute Abend ist das Thema die okkulte Verführung. Und da wir heute Abend auch über die Bibel sprechen und über Gottes Wort, darf ich Sie herzlich einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir danken dir, dass wir uns Gedanken machen können über das wichtige Thema der okkulten Verführung. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du unser Bestes möchtest, dass du möchtest, dass wir dich kennenlernen, dein Wort kennenlernen und dass wir uns entscheiden für dich und in der Ewigkeit bei dir und mit dir leben dürfen. Aber wir wissen auch, dass es einen Feind gibt, einen Gegenspieler, der uns daran hindern möchte. Hilf, dass wir heute Abend das verstehen, diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse, und dass wir heute Abend eine gute Entscheidung treffen können für dich und für das ewige Leben. Sei du heute Abend mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Wir haben immer wieder neue Feste, die so auftauchen und die wieder gefeiert werden in unserer Gesellschaft. Ich denke zum Beispiel an Halloween. Ich kann mich noch erinnern, als ich Jugendlicher war, da gab es das, ja, schon mal irgendwo gehört. Aber am 31. Oktober haben wir eigentlich immer Reformationstag gefeiert. Und ich frage mich, warum gerade am Reformationstag, am 31. Oktober, jetzt ein anderes Fest da ist, Halloween. Was mit der Reformation wohl gar nichts zu tun hat. Sondern dieses Fest, Halloween, hat mir eher mit zu tun mit, ja, mit okkulten Hintergründen. Und zwar, das Wort Halloween kommt aus dem Altenglischen Hallow, heilig, und Even, Vorabend, der heilige Vorabend, also der Heiligabend. Aber es ist nicht der Heiligabend, den wir am 24. Dezember feiern, das ist ein anderer Heiligabend, sondern es geht darum, dass eigentlich am 1. November ein hoher katholischer Feiertag ist, der Toten, der Feiertag über die Toten für die katholische Kirche, und das ist der Abend vor dem Feiertag, der heilige Abend vorher, und von daher haben sie das Halloween genannt, hängt also mit diesem katholischen Feiertag zusammen. Er soll daherkommen vom Fest Samhain. Das Fest Samhain ist aus dem keltischen Druidenkult aus Irland, und damals war es so, dass es darum ging, Geister zu beschwören und Dämonen von den menschlichen Behausungen fernzuhalten. Es wurden Menschenopfer verbrannt in diesem Kult, und in der Nacht des 31. Oktober hat man ein Kind ausgelost, das ein Opfer für den toten Gott Samhain sein sollte. Ob jetzt das Halloween ganz genau daherkommt, weiß man nicht gesichert, aber es wird gesagt, dass es daher kommen könnte, dass es einen Zusammenhang geben könnte damit. Damals wurde ein Kürbis mit dämonischer Fratze ausgehöhlt, ein Licht hineingestellt und auf die Türschwelle des Opfers gestellt, des Opfers, was in der Nacht sterben sollte. Und die Eltern oder das Kind oder beide wurden bis zum Morgen getötet. Und das ist ein Fest, was man heute, ja, wenn man heute Halloween feiert, dann geht man irgendwo mit einer Kostümierung hin, ähnlich wie bei Fasching. Aber die Kostümierung ist nicht nur, dass man sich als Frosch oder als Pilz verkleidet, sondern hier geht es um Hexen, um Teufel, um Druiden, um Feen, um übernatürliche Fantasy-Figuren, die eigentlich alles aus dem Bereich der Magie und des Okkultismus stammen. Und ich denke, dass solche Feste mehr und mehr uns, unsere Welt, einführen in den Okkultismus. Genauso auch das Fest der Walpurgisnacht. In der Nacht zum 1. Mai wird es gefeiert. Wir haben ja demnächst wieder den 1. Mai. Und das wird vor allen Dingen im Harz gefeiert, auf dem Brocken, dort auf dem Berg. Das ist ein Hexenfest, wo Frauen vor allen Dingen zusammenkommen, die glauben, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben, sogenannte Hexen. Und manche, es gibt sogar heute einen ganz neuen Hexenkult wieder, manche Frauen sind stolz darauf, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben und sich als Hexen bezeichnen. Der Ursprung ist der germanische Schamanismus. Wir werden nachher über Schamanismus ein bisschen mehr noch hören. Es ist eine Mischung aus Brauchtum, Traditionen, Magie und Erotik. Das heißt, dass hier diese Hexen, diese Frauen sich mit dem Teufel vermählen, gewisse Riten ausführen und sich
so ähnlich wie manche Nonnen sich mit Jesus vermählen, sogar einen Ehering tragen, weil sie sich mit Jesus vermählt fühlen, so sind diejenigen hier, die sich eben mit dem Teufel vermählen und hier auch sich ihre Seele dem Satan verschreiben und dann auch gewisse Riten haben. Sie haben dann immer ein Feuer, wo sie drüber springen oder auch irgendwelche Dinge mit damit veranstalten und damit die bösen Geister vertreiben wollen. Obwohl ich frage mich, wie will man böse Geister vertreiben, wenn man sich gleichzeitig mit dem Teufel vermählt? Dann tut man ja den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Das heißt, wir sehen, dass immer mehr okkulte Riten, okkulte Feste in unserer Gesellschaft Fuß fassen und mehr und mehr die ganze Gesellschaft davon durchsetzt wird. Wir haben eine richtige Welle, die über uns hineinschwappt. Und das möchte ich heute Abend mit Ihnen gerne anschauen, was es da für Dinge gibt im Einzelnen. Die Bibel sagt uns, dass es wirklich Satan und Dämonen gibt. Es gibt gute Engel. Engel, die Gott geschaffen hat, die ihm dienen, die uns auch dienen, Schutzengel. Ich habe letztens eine Serie gehalten über Engel. Engel, Schutzengel, gute Engel, böse Engel. Aber es gibt auch abgefallene Engel. Und wir werden uns morgen Abend ein wenig damit auseinandersetzen und da fragen, wo kommen die her, was ist ihre Wirksamkeit, dieser bösen Engel, und wo führt das hin? Und wir wissen, dass Jesus Satan besiegt hat. Es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen guten Engeln und bösen Engeln. Und normalerweise dürfen Dämonen uns nichts tun. Sie dürfen uns weder erscheinen, noch dürfen sie uns irgendwie quälen. Natürlich, sie können versuchen, uns zu verführen, aber sie können uns nicht irgendwie etwas antun. Aber wenn die Menschen von sich aus den Kontakt mit diesen Dämonen, mit diesen gefallenen Engeln aufnehmen, dann haben die das Recht, mit den Menschen etwas zu tun. Und je mehr man sich damit einlässt, je intensiver man sich auf ihr Gebiet begibt, je mehr man okkulte Dinge tut, nämlich okkulte Dinge heißt, dass man Dinge praktiziert, womit man mit den Dämonen Kontakt aufnimmt, je mehr man so etwas praktiziert, desto mehr haben sie auch das Recht, Menschen zu quälen, mit Menschen irgendetwas zu tun. Und deshalb sollte man diese Dinge kennen und da einen großen Bogen drum machen, um diese okkulten Dinge. Es gibt diesen Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen Gut und Böse. Und wir haben einige Bibeltexte, die uns das zeigen. In Epheser 6, Vers 12 sagt Paulus uns, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und diese bösen Geister unter dem Himmel, das sind gefallene Engel, das ist nicht Fleisch und Blut, das heißt, das sind nicht Menschen wie wir, sondern sie sind für uns nicht sichtbar. Genauso wie die guten Engel für uns nicht sichtbar sind, sind auch die bösen Engel für uns nicht sichtbar. Und trotzdem gibt es sie. Sie können uns sehen, sie können uns beeinflussen oder manchmal auch direkt mit Menschen in Kommunikation stehen. Und Gott hat uns aber verboten, mit diesen finsteren Mächten, mit diesen dämonischen, mit diesen abgefallenen Engeln zu reden oder mit ihnen zu kommunizieren. Auch als Jesus auf der Erde war, gab es Menschen, die hatten sich damit eingelassen, die hatten sich mit okkulten Dingen eingelassen und waren dann immer weiter hineingekommen in diese Verstrickung, in diese Gebundenheit durch Dämonen, und sie kamen sogar so weit hinein bis in die Besessenheit. Besessenheit heißt, dass Menschen nicht mehr selbst das sagen und tun konnten, was sie wollten, sondern dass der Dämon in ihnen war, und wenn sie etwas gesagt haben, hat der Dämon durch sie gesprochen. Heute würde man sagen, es ist schizophren, weil zwei Persönlichkeiten in dem Menschen sind. Es gibt manche Menschen, die sicherlich auch schizophren sind, aber es gibt auch Besessenheit, die sich als Schizophrenie äußert. Das heißt, einmal ist das die Persönlichkeit des Menschen selbst, der manchmal auch das tut und sagt, was er selbst will, aber manchmal auch der Dämon durch ihn spricht oder auch, dass der Mensch das tut, was der Dämon ihn zwingt zu tun. Und hier sehen wir, wie Jesus auch solche Besessenen geheilt hat. Da heißt es in Markus 1, Vers 32 bis 34, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Das heißt, hier gab es Menschen, die besessen waren von bösen Geistern, von Dämonen, und Jesus hat sie ausgetrieben. Wenn ein Mensch von einem Dämon besessen ist, wenn ein Dämon diesen Menschen quält, dann kann der Mensch nicht aus eigener Kraft da wieder rauskommen. Weil die Dämonen sind stärker als wir Menschen
Und sie haben das Recht, den Menschen zu quälen, wenn der Mensch mit ihm die Verbindung eingegangen ist. Aber Jesus kann, wie er damals das getan hat, heute immer noch Menschen befreien, auch uns befreien, von der Macht der Dämonen. Gott hat uns verboten, mit Dämonen Kontakt aufzunehmen. Und wir haben in 5. Mose, Kapitel 18, Verse 9 bis 14, die Warnung Gottes, als das Volk Israel damals nach Kanaan, das Land Kanaan, eingezogen ist, gab es damals sehr viele Götzendiener und okkulte Menschen und okkulte Praktiken. Und Gott hat sein Volk gewarnt davor, das zu tun, was die Heiden getan haben. Hier sagt er, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Übrigens, all die Dinge, die hier genannt werden, die ich unterstrichen habe, das sind alles Dinge, die, wenn wir Menschen sie tun, wir dadurch mit den Dämonen Kontakt aufnehmen. Deswegen nennt Gott sie auch Gräuelsünden. Das heißt, dass dann dadurch der Mensch mit den Dämonen in Verbindung steht und die Dämonen dann das Recht haben, den Menschen zu beeinflussen oder zu quälen und etwas mit diesen Menschen zu tun. Deswegen, es heißt dann weiter in diesen Versen, denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Volk, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte, dass wir ein freies Leben führen können. Er möchte, dass wir nicht von Abhängigkeiten, von Dämonen, von dämonischen Gebundenheiten irgendwo eingezwängt und eingeengt sind. Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Gott ist ein Gott der Liebe, der für seine Geschöpfe, für uns Menschen Freiheit möchte. Und wer mit Jesus lebt, der hat ein freies Leben. Die Dämonen machen genau das Gegenteil. Satan versucht, den Menschen zuerst zu locken mit falschen Versprechungen, indem er sagt, hier ist doch was Schönes, was ein Angebot, das macht doch Spaß. Und wenn die Menschen darauf einspringen und das mitmachen, dann zwingt er sie, dann hält er sie gefangen in Süchten oder in Gebundenheiten. Und das ist problematisch. Ja, Okkultismus. Das Wort Okkult heißt eigentlich von der Bedeutung her dunkel oder verborgen. Okkultismus heißt, dass etwas Verborgenes ist, etwas Verstecktes, etwas nicht Offensichtliches, etwas, was anders erscheint, als es am Ende ist. Und wir finden den Okkultismus in der heutigen Welt in verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Spiritismus. Spiritismus heißt, dass man mit Toten Kontakt aufnimmt, die gar nicht die Toten sind. Oder die Esoterik, New Age, Satanismus, Schamanismus, Okkultismus, Magie, Aberglaube und okkulte Heilmethoden. Überall finden wir in der heutigen Welt diese Dinge. Und das hängt alles mit dämonischer Belastung zusammen. All diese Dinge, die ich hier aufgeführt habe. Wenn wir mit diesen Dingen uns einlassen, diese Dinge praktizieren, dann geraten wir in okkulte, in dämonische Abhängigkeiten. Aber die gute Nachricht ist halt, was wir heute Abend auch mitnehmen werden am Ende, selbst wenn wir okkulte Belastungen haben sollten, es gibt eine gute Nachricht und die lautet, Jesus macht uns frei. Er macht uns frei von aller Belastung, von aller Sünde, von allen Problemen und er möchte, dass wir ein freies Leben mit ihm haben. Wir werden uns heute Abend ein wenig mit Schamanismus beschäftigen. Ich habe festgestellt, dass der Schamanismus in der heutigen Gesellschaft in einer modernen Form wieder in unsere Gesellschaft eingreift. Dass vieles, was damals schon vor vielen Jahrhunderten von Jahren als Schamanismus gewesen ist, heute wieder erscheint unter einem neuen Namen, aber die Prinzipien sind die gleichen. Was sind Schamanen? Schamanen sind Menschen, die Wahrsager sind, Heiler sind, Magier, Seher, Zauberer, Medizinmänner. Und sie haben übernatürliche Fähigkeiten. Sie sind in Kontakt mit Dämonen. Und durch den Kontakt mit den Dämonen, den sie aufnehmen, geben die Dämonen ihnen manche Dinge, die sie denn mehr können als andere Menschen. Zum Beispiel, sie können hell sehen, das heißt Dinge wissen, die andere nicht wissen können, heilen, prophezeien, wahrsagen, schützen und sie haben übernatürliche Kräfte. Natürlich haben sie diese Dinge nicht aus sich selbst, denn das sind Dinge, die kann ein Mensch nicht von sich selbst. Sondern das haben sie durch die Macht der Dämonen. Denn genauso wie die Engel manche Dinge tun können,
können auch die Dämonen manche übernatürliche Dinge tun. Und diese Schamanen haben sich dann mit den Menschen, mit den Dämonen in Verbindung gesetzt und die Dämonen geben ihnen diese Kräfte, Dinge zu sagen, hell zu sehen, zu heilen, übernatürlich zu heilen und so weiter. Und dieser Schamanismus, der kommt in sämtlichen Kulturen und Gegenden der Welt vor. Wir haben den Schamanismus in Nordamerika, die Indianer waren Schamanen. Wir haben in Südamerika die Inkas und die Mayas waren Schamanen. In Ostasien, der Buddhismus ist Schamanismus. In Grönland, die Inuit waren Schamanen. In Afrika, die Medizinmänner, der Voodoo-Kult ist Schamanismus. In Australien, die Aborigines sind Schamanen. In Europa, die alten Naturreligionen. Zum Beispiel hier in England, das Stonehenge. Schamanismus. Und zwar dieser Schamanismus, der überall vorkommt, hat überall die gleichen Grundmuster. Wie der ausgeführt wird nachher, kann in jeder Kultur verschieden gewesen sein, aber die Grundlagen, dass hier Menschen versuchen, mit Dämonen Kontakt aufzunehmen, sie nennen sie nicht Dämonen, sie nennen es Geister, übernatürliche Kräfte, die ihnen dann helfen, den anderen Menschen zu helfen, aber natürlich dann auch ihren Preis verlangen, ihren Preis fordern. Und wir wissen, dass das Dämonen sind, mit denen sie Kontakt aufnehmen. Und sie haben immer gleiche Strukturen, wie sie das tun. Der Begriff Schamane kommt aus dem Tunguesischen und bedeutet ein von Göttern oder von Geistern beeinflusster Mensch. Im Schamanismus glaubt man, es gibt unsichtbare Mächte. An die Existenz eines allmächtigen Schöpfergottes wird meistens nicht geglaubt, sondern meistens mehr so die göttliche Kraft. Es gibt eine Kraft, eine gute Kraft, eine böse Kraft. Das glauben sie beides. Und es gibt übernatürliche, unsichtbare Mächte, mit denen sie Kontakt aufnehmen können. Eine Welt der Götter, Geister und Dämonen. Und sie versuchen bewusst, mit diesen Kontakt aufzunehmen, um von ihnen dann auch gewisse Fähigkeiten zu bekommen. Sie glauben, dass der Mensch seinen Körper verlassen kann, dass die Seele des Menschen irgendwo anders hingehen kann, um dort dann irgendwo umherzuschweben oder etwas anderes zu tun. Und das sind die Grundaussagen, die Grundvorstellungen von Schamanen, vom Schamanismus, was wir überall gleich wiederfinden. Und der Schamanismus, und sie können auch heilen. Und zwar, es geht oftmals darum, dass sie Heilungen durchführen, übernatürliche Heilungen. Sie haben eine eigenartige Vorstellung, wie jemand krank wird. Und entsprechend versuchen sie auch, die Heilung durchzuführen, werden wir uns nachher ein bisschen genauer anschauen. Wir haben 5 okkulte Grundmuster, was die Schamanen tun, wie sie mit den Dämonen kommunizieren, wie sie mit ihnen in Verbindung stehen. Das erste ist die Trance-Induktion, die Einleitung. Das heißt, hier versuchen sie, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Und das ist sehr interessant, wie sie das versuchen, wie sie das tun, weil das etwas aussagt, was wir in der heutigen Gesellschaft interessanterweise hier und dort an verschiedenen Stellen wiederfinden. Zweitens, die Kommunikation mit den Geistern. Wenn sie den Kontakt hergestellt haben, dann reden sie mit ihnen, kommunizieren sie mit ihnen. Das Dritte, außerkörperliche Reisen, die sie durchführen. Das heißt, dass sie irgendwo anders sind, obwohl der Körper an einem bestimmten Punkt ist. Viertens, Besessenheit durch die Geister. Wenn die Schamanen, übrigens, von diesen Kulturen heißt es nicht, dass jetzt alle Menschen, die jetzt Indianer waren oder Inuit oder in Afrika sind, Schamanen sind, sondern nur bestimmte Männer. Und zwar gerade, wie zum Beispiel die Medizinmänner oder bestimmte sensible Menschen, die für Geister sensibel sind. Und wenn sie erstmal mit dem Geist in Kontakt aufnehmen, dann ist das erstmal etwas Positives. Das heißt, sie merken, sie kriegen Kräfte und es geht ihnen besser und sie können anderen Menschen helfen. Aber irgendwann kommen diese Schamanen in eine Besessenheit hinein. Das heißt, dass die Dämonen anfangen, diese Menschen zu quälen und zu schlagen und dass sie richtig besessen werden, bis sogar so weit, dass die meisten Schamanen sehr früh sterben, weil sie das nicht aushalten, weil sie dann psychisch so belastet sind und fertig sind, dass sie irgendwann mit 30, 40 Jahren am Ende ihrer Kräfte sind. Und das Fünfte ist, dass sie
übernatürliche Fähigkeiten haben, bekommen von den Dämonen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das jetzt funktioniert bei den Schamanen. Wie nehmen sie Kontakt mit den Geistern auf? Und zwar, ich habe hier mal eine Tabelle aufgeführt vom Erregungszustand, den wir so im Laufe des Tages so haben. Das heißt, hier unten sind wir in der Entspannung, im Schlaf. Hier ist der normale Bereich, wo wir uns normalerweise befinden, zwischen ruhig und aufgeregt. Und hier oben sind wir sehr erregt. Und wenn wir höher kommen als eine normale Erregung, dann kommen wir in eine Ekstase hinein. Und wenn wir tiefer kommen als in die Entspannung oder den Schlaf, kommen wir in eine Trance hinein. Und es ist Folgendes: Die Schamanen versuchen jetzt, sich entweder in die Ekstase oder in die Trance zu versetzen, sie selbst künstlich, weil in diesen beiden Zuständen, Ekstase und Trance, ist der Verstand des Menschen ausgeschaltet. In der Ekstase können wir nicht mehr uns kontrollieren, was wir sagen, was wir tun, sondern es kommen automatisch aus dem Menschen Dinge heraus. Genauso in der Trance kann der Mensch sich nicht mehr selbst kontrollieren. Und genau das sind die beiden Zustände, Ekstase und Trance, die Schamanen dann benutzen, um in diesen Zuständen mit den Göttern, mit den Geistern, mit den Dämonen Kontakt aufzunehmen. Übrigens, das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, dass wir so etwas nicht tun sollen. Dass wir uns auch nicht in Ekstase und auch nicht in Trance versetzen sollen. Warum nicht? Weil, wenn wir uns die Frucht des Geistes anschauen, in Galater Kapitel 5, da finden wir interessante Aussagen, die Paulus uns hier macht. Er sagt hier, Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Und der letzte Begriff, der hier steht, Keuschheit, da heißt eigentlich vom Grundgesetz her, vom Grundtext her, Selbstkontrolle. Gott möchte, dass wir uns jederzeit selbst kontrollieren können. Das ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, je mehr der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, desto mehr werden wir uns selbst kontrollieren können. Das heißt, je mehr wird Gott unseren Willen stärken, damit Gottes Willen übereinstimmt, um dann auch über unsere eigenen Triebe und unsere eigenen Begierden zu herrschen, zu kontrollieren. Aber auch sonst, alles, was uns in irgendeiner Form in Abhängigkeiten bringt, zu überwinden. Deswegen möchte Gott auch nicht, dass wir Alkohol trinken. Oder andere Dinge tun, Drogen nehmen, weil das uns in Abhängigkeiten hineinbringt, die dann unsere Selbstkontrolle ausschalten. Und das ist genau der Punkt, warum Ekstase und Trance gefährlich sind, weil hier die Selbstkontrolle des Menschen ausgeschaltet wird und dann die Dämonen die Möglichkeit haben, mit den Menschen zu kommunizieren, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Das heißt aber nicht automatisch, dass jeder, der in Trance ist, automatisch von einem Dämon besessen ist. Das heißt es nicht. Sondern das ist nur ein Türöffner für dämonische Einflüsse. Deswegen sollte man diese beiden Dinge meiden. Wie haben die Schamanen das getan, sich in Ekstase zu bringen oder in Trance zu bringen? Und zwar, in die Ekstase haben sie es versucht, durch rhythmische Musik, zum Beispiel die Schwarzen, die Medizinmänner, ums Feuer herum, sie haben ihre Trommeln, machen ihre Musik, sie tanzen dazu, sie singen dazu, sie tanzen dazu, sie klatschen dazu, sie trommeln dazu und sie haben sogenannte Chanting. Chanting heißt ein rhythmisches Singen von Wörtern oder Phrasen. Das heißt, dass sie das Gleiche immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Und durch die ständige Wiederholung kommen sie irgendwann in eine Stimmung hinein, da steigern sie immer mehr, bis sie dann irgendwann in der Ekstase drin sind. Es ist interessant, dass es auch mittlerweile Christen gibt, die gleichen Dinge tun. Die sich versuchen, in eine Ekstase hinein zu singen, indem sie rhythmische Musik verwenden, singen, tanzen, klatschen, trommeln und Chanting benutzen. All die ganzen, genau die gleichen Dinge, um dann sich in eine Ekstase hineinzubringen. Und sie glauben, dass dann der Heilige Geist wirken würde. Aber was dort wirkt, ist nicht der Heilige Geist. Das sind schamanistische Praktiken. Und was dort wirkt, sind dann dämonische Geister, die dann mit den Menschen Kontakt aufnehmen und hier in sie hineinkommen. Das Gleiche haben wir auf der Gegenseite, nicht nur die Ekstase, sondern auch die Trance. Hier haben wir Dinge, die die Schamanen getan haben, um jetzt sich selbst zu entleeren, in Trance zu versetzen. Nämlich
dass sie versuchen, eine äußere und innere Stille, eine Leere des Geistes herzustellen. Dass sie versuchen, Konzentrationsübungen durchzuführen. Das heißt, dass sie sich auf einen Punkt konzentrieren, um ihren Geist nur darauf zu fixieren und dann alles von außen abzuschotten, auszuschalten und hier auch, um durch diese Punktkonzentration auf einen gewissen Gegenstand, wie bei der Hypnose zum Beispiel, alles andere auszuschalten und dann eine gewisse Verengung des Denkens bis hin zu einer Trance hineinzukommen. Wir haben Askese, Reizentzug. Das heißt, je mehr man alle äußeren Reize weglässt, desto mehr wird, je mehr man alle äußeren Reize weglässt, desto mehr wird der Geist des Menschen verengt, nur noch auf einen Punkt sich konzentrieren und dann wird er irgendwann in dem Denken über diesen einen Punkt von dem bewussten Denken sich davon auch noch verabschieden und irgendwo ins Nichtsdenken hinübergehen, in diesen tranceartigen Zustand. Man hat dadurch rituelle Körperhaltungen, Schneidersitz, Rückenlage und auch die Zungenrede. Zungenrede, das heißt, das ist ein Aussprechen von Silben, die keinen Sinn ergeben, auch keine Sprache sind. Einfach ein Kauderwelsch von irgendwelchen Silben. Es gibt einige Christen, die meinen, wenn sie das auch tun, wenn sie irgendwelche Silben aussprechen, die keinen Sinn ergeben, dass das die biblische Gabe der Zungensprache wäre oder Zungengabe oder Sprachengabe. Aber das ist leider nicht so. Die Bibel kennt das überhaupt nicht. Sie kennt nirgendwo etwas, wo in der Bibel Menschen nur irgendwelche Silben ausgestoßen hätten, die keinen Sinn ergeben. Wenn in der Bibel von Zungenrede die Rede ist oder von der Sprachengabe, dann ist immer gemeint, dass Menschen vom Heiligen Geist die Gabe haben, Fremdsprachen zu reden, die sie nicht gelernt haben, um das Evangelium in dieser Sprache anderen Menschen weiterzugeben. Aber das ist genau das Gegenteil. Hier werden Sprachbarrieren aufgebaut. Das heißt, hier tut man ein Kauderwelsch reden, was keinen Sinn ergibt, wo nur die Gefühle hochgepusht werden. Und dieses Zungenreden kommt aus dem Schamanismus. Er hat seinen Ursprung im Schamanismus. Und überall bei allen Schamanen finden wir diese Praxis, dass sie das getan haben, wenn sie in der Ekstase waren oder wenn sie in der Trance waren. Dann haben sie dieses Zungenreden ausgeführt oder diese Zungenreden haben sie auch benutzt, um in Trance oder auch in die Ekstase hineinzukommen. Und auch das Chanting, das heißt, sie haben auch Art Mantras gehabt, die sie immer wiederholt haben. Und durch das Wiederholen von immer demselben hat sich der Geist auf einen Punkt konzentriert, hat sich verengt und durch die Verengung des Geistes in einen Trance hineingekommen. Ja, wie machen das heutige moderne Schamanen? Interessant ist, dass wir genau das Gleiche auch heute haben, die gleichen Praktiken, die nur anders heißen. Zum Beispiel Yoga, autogenes Training. Hier haben wir auch das Gleiche. Das heißt, man versucht sich, seinen Verstand zu entleeren, an nichts mehr zu denken, alles Äußere abzuschalten und sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Und dadurch kommt man in einen gewissen oder kann man in einen gewissen tranceartigen Zustand hineinkommen. Hypnose hat man das Gleiche. Bei der Hypnose haben wir ja auch diesen Punkt, wo der Hypnotiseur den Menschen, der hypnotisiert wird, mit ihm eine Art Konzentrationsübung macht und dieser Mensch dann in einen Trancezustand fällt, der Mensch dann wach ist und reagiert und handeln kann, aber nicht nach dem, was er selbst entscheidet, sondern was der Hypnotiseur ihm sagt. Wenn der Hypnotiseur ihm sagt, er steht bitte auf, dann steht er auf. Wenn er sagt, geh bitte nach links, geht er nach links. Das heißt also, dass er nicht mehr seinen eigenen Willen ausführt, sondern den Willen eines anderen Menschen ausführt. Das ist Trance und das ist das Gleiche, was auch den Dämonen tun. Beim besessenen Menschen ist das Gleiche, dass er nicht mehr selbst das tut, was er will, sondern dass er von außen gesteuert wird. Mandalas. Mandalas haben die Schamanen damals gehabt und das wird heute übrigens sehr viel verwendet
in Schulen, in Kindergärten, weil man dadurch meint, die Kinder ruhig zu bekommen, still zu bekommen. Mandalas, das sind so Gebilde, die meistens kreisförmig sind, einen Mittelpunkt haben, was man ausmalen kann, was sehr schön aussieht. Der Ursprung der Mandalas liegt im Schamanismus. Es ist interessant, warum malt man mit den Kindern Mandalas aus? Warum malt man keine Häuser und Kühe und Autos aus? Natürlich kann man das auch machen, aber Mandalas wirken mehr. Warum wirken die mehr? Weil die, die die Mandalas herstellen, sagen, wenn man die Beschreibung liest, das ist eine Konzentrationsübung, wo man sich um den Mittelpunkt, um das eigene Ich kreist und damit der Mensch um sich selber kreist und damit zur inneren Ruhe, zur inneren Stille kommt und zur inneren Ausgeglichenheit. Die Schamanen haben ein wenig weitergedacht. Sie haben Mandalas ausgemalt und mit dem Ausmalen der Mandalas haben sie sich immer um einen Punkt konzentriert und dann haben sie sich vorgestellt und geglaubt, dass ihre Seele durch den Mittelpunkt dieses Kreises in eine andere Welt hinübergeht, um dann in der übernatürlichen Welt Reisen durchzuführen oder auch hier mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Das heißt, die Mandalas waren eine Öffnung, die sie benutzt haben, um mit den Geistern, mit den Dämonen Kontakt aufzunehmen. Das heißt jetzt nicht übrigens, dass jeder, der ein Mandala ausmalt, gleich mit Geistern Kontakt hat, aber es ist eine Öffnung, dass dadurch die Möglichkeit besteht, mit einer dämonischen Welt Kontakt aufzunehmen. Das Gleiche haben wir bei stille Übungen in Fantasiereisen. Das geht meistens so vor sich, dass man einen ruhigen, abgedunkelten Raum hat. Man stellt Kerzenlicht auf, Meditationsmusik wird abgespielt, man legt sich auf den Rücken, man schließt die Augen, dann tut jemand mit suggestiver Stimme dann einem Dinge sagen, die man nachdenkt, bis man in irgendeiner Form am Ende in Trance-Zustand ist. Das heißt, dass man hier, gerade aber auch bei Kindern macht man das sehr häufig oder auch sonst bei anderen Meditations- oder Stilleübungen, zum Beispiel auch bei Fantasiereisen, dass man sagt, stell dir vor, du bist jetzt am Strand und du spürst die Sonne auf deiner Haut und du hörst das Wasser rauschen und du hörst die Vögel singen und so weiter. Und dann, allein sich das vorzustellen, ist ja nichts Böses, nichts Schlimmes. Aber das Problem ist, dass man dadurch in einen Zustand hineinkommen kann, der tiefer ist als der normale Entspannungszustand, in einen tranceähnlichen Zustand und man merkt es selber gar nicht. Meine Tochter war vor einiger Zeit bei so einer Sache dabei gewesen. In einem christlichen Rahmen hat sie das abgespielt. Und die Leiterin hat das so mit suggestiver Stimme so durchgeführt. Und dann hat sie, und sie hat nur dabei gesessen, nur beobachtet, hat aber nicht mitgemacht. Und dann hat sie beobachtet, wie es den Leuten ging, die dort lagen. Und sie hat deutlich gemerkt, wie die Leute, einige von denen, weggetreten waren. Man merkt es ja an der Atmung, wenn sie auf einmal ganz tief anfangen zu atmen. Einer hat sogar ganz leicht geschnarcht. Und dann hat diese Leiterin nach 3, 4, 5 Minuten die Leute wieder zurückgeholt. Und dann hat sie gefragt, wie es ihnen ergangen wäre. Ob jemand, gerade sie sagte, naja, es gibt ja manche, die glauben, dass man in Trance fallen könnte. Aber wie ist es denn bei Ihnen? War jemand von euch in Trance? Und alle sagten, nein, wir waren alle ganz wach gewesen. Das heißt, sie haben gar nicht gemerkt, wie sie in Trance waren. Genauso wie wenn jemand hypnotisiert wird, wenn er aufwacht, gar nicht gemerkt hat, dass er in Hypnose war. Das heißt, dieser Trance-Zustand, den man hier erreicht, ist etwas, wo man das selber gar nicht feststellen kann, ob man jetzt drin war oder nicht drin war. Wenn man sich selbst dem hingibt, wenn man selbst dort mitmacht und sich dafür öffnet, kommt man ganz schnell in diesen Trance-Zustand hinein, der eine Türöffnung sein kann für dämonische Kräfte. Der zweite Bereich, wie die Schamanen arbeiten, dass sie mit den Geistern kommunizieren, mit ihnen in Kontakt haben. Nämlich durch Trachten, durch Masken, durch Trommeln, durch Tanzen, durch Schamanengesänge, Beschwörungsformeln, Mantras, die sich ständig wiederholen, durch Amulette, bestimmte Schmuckgegenstände, die sie tragen für diese Geister, manchmal auch bestimmte Trachten, bestimmte Tierfelle oder Tierfederschmuck, um das nachzumachen. Sie bringen manchmal Tieropfer oder Menschenopfer da in diesen Riten. Ja. Übrigens noch einmal interessant, dass das Dinge sind, die auch manche Christen durchführen im christlichen Bereich. Und man könnte das sogar fast christlicher Schamanismus nennen, was dort geschieht.
Aber das letzte wohl weniger. Also die Menschen- und Tieropfer haben wir im christlichen Bereich wohl weniger, aber die ersten drei, vier Dinge kommen auch vor. Ja, dann haben wir die außerkörperlichen Reisen. Das heißt, der Schamane denkt, dass er seinen Körper verlässt. Zum Beispiel durch Mandalas ausmalen, durch andere Riten. Nach oben und nach unten verlässt er den Körper in eine andere übernatürliche Welt hinein. Er hat Zaubergegenstände, mit denen er das vollbringen kann. Und er hat einen Geistführer, der ihn begleitet, der ihm Dinge zeigt. Und er glaubt, er sieht dann Dinge irgendwo anders, die ablaufen. Aber eigentlich, wir wissen nach der Bibel, dass es gar nicht möglich ist, weil der Mensch hat keine Seele, die irgendwo anders hingehen kann. Der Mensch ist generell mit seinem Körper, mit allem, seinem Denken, seinem Sein eine Seele. Und das werden wir auch morgen Abend ein wenig näher uns anschauen. Aber der Dämon kann diesem Schamanen den Eindruck vermitteln und ihm Bilder in sein Gehirn hineingeben, dass er denkt, er wäre woanders. Das ist das Gleiche wie diese Nahtoderfahrungen, wenn Menschen kurz bevor sie sterben gewisse Eindrücke haben, wohin sie gerade gehen, durch einen Tunnel und durch Licht und durch Wärme und so weiter. Das sind alles Dinge, die nur im Gehirn eines Menschen ablaufen, aber nicht in der Wirklichkeit. Genauso wie wenn wir träumen, träumen wir ja auch Dinge und wir glauben, es sei wirklich. Aber es ist gar nicht wirklich, es ist nur unser Traum. Und so ist es hier auch, dass sie den Eindruck haben, dass sie irgendwo anders wären, etwas sehen können, was woanders abläuft, aber die Dämonen geben ihnen nur den Blick in ihren Kopf für diese Dinge. Ja. Und sie sind dabei nicht an Raum und Zeit gebunden. Das heißt, sie können woanders sein oder Dinge sehen, die woanders ablaufen, und sie können auch Dinge sehen, die früher gewesen sind, die sie früher abgespielt haben. Ja. Manchmal gibt es sogar auch Reisen im Körper. Das heißt, es ist möglich, dass die Schamanen selbst von ihrem Körper her versetzt werden. Das heißt, dass der Körper schweben kann oder auf einmal woanders sein kann, wo er vorher nicht gewesen ist. Ähnlich wie auch bei Engeln das gewesen ist. In der Bibel haben wir die Fälle, wo der Philippus zum Beispiel dem Kämmerer aus dem Morgenland eine Bibelstunde gegeben hat über Jesus, ihn getauft hat. Und danach hat ein Engel ihn weggenommen und woanders hingesetzt. Und so können auch Dämonen Menschen versetzen. Gibt es auch bei den Schamanen, dass so etwas vorkommt oder vorgekommen ist. Ja, dann haben wir eine Visualisierung, eine Öffnung eines Lochs, durch das sie glauben, die Seele hindurch zu geht, und sie fliegt durch diesen Tunnel hindurch in diese andere übernatürliche Welt. Und dazu benutzen sie vor allen Dingen Mandalas. Der vierte Punkt, die Besessenheit durch die Geister. Wenn sie besessen sind, woran sieht man das, woran äußert sich das? Sie haben ein unkontrolliertes Verhalten. Das heißt, sie können nicht mehr selbst entscheiden, was sie sagen und was sie tun. Dabei haben wir dann Zittern, Zucken, Zappeln, Versteifungen, Verrenkungen, Verkrampfungen, Tierstimmen, die durch sie durchkommen, Hitzewallungen, Zungenreden, dieses Kauderwelsch, was sie immer wieder wiederholen, Stöhnen, Hüpfen, Schreien, Schütteln, unkontrolliertes Lachen, Umfallen auf den Rücken, Schneiden von Grimassen, Tobsuchtsanfälle, Schmerz und Empfindlichkeit. Und fremde Stimmen, die durch sie durchreden. Interessant ist, dass genau diese Dinge, wenn wir uns diese Liste anschauen, von der vorigen Folie und von dieser Folie, das sind genau die gleichen Dinge, die auch bei manchen Christen vorkommen, die sich selbst auch diese schamanistischen Praktiken durchführen, nämlich selbst sich in eine gewisse Ekstase hineinsingen, die dann spüren, wie eine übernatürliche Kraft auf sie kommt, und dann fallen sie auch um. Sie fallen auf den Rücken. Übrigens, in der Bibel fallen die Gläubigen niemals auf den Rücken. Wenn sie umfallen, fallen sie auf ihr Angesicht, Gott anzubeten, mit ihrem Verstand Gott anzubeten. Aber hier haben wir einen Umfall auf den Rücken, ein unkontrolliertes Lachen, das sie nicht mehr selbst bestimmen können. Tierstimmen, die durch sie durchkommen, das Zungenreden, all das Dinge, sind alles Dinge, die aus dem Schamanismus kommen. Sie glauben, diese Christen glauben, das wäre der Heilige Geist, der hier wirkt, aber in Wirklichkeit ist es Schamanismus. Sind es dämonische Kräfte, übernatürliche Kräfte, die hier unter christlichem Deckmantel aktiv sind und die Menschen glauben lassen, dass sie Gott dienen würden und dem Heiligen Geist. Deswegen sollte man sich mit diesen Dingen ein wenig auskennen, um nicht verführt zu werden von einer falschen Richtung, von einer falschen Seite, um da einen Bogen drum zu machen. Und wenn man schon damit Kontakt hatte, sich davon zu distanzieren und den Weg zu gehen, den Gott uns zeigt. Ja, diese Schamanen haben auch übernatürliche Fähigkeiten, sie können heilen. Sie glauben, dass die Krankheiten entstehen dadurch, dass böse Geister in einen Menschen eindringen und dass die Seele des Menschen den Körper verlassen hat
Und jetzt versuchen sie, die Seele wiederzufinden irgendwo und sie wieder zurückzubringen in den Körper. Und deswegen versuchen sie eben durch gewisse schamanistische Praktiken das zu tun, die Seele wiederzufinden, indem sie selbst ihre Seele auf die Reise schicken, die Seele zu finden und die dann wieder zurückzubringen. Natürlich ist das nicht nach dem biblischen Weltbild nachvollziehbar, sondern daher sind auch dann natürlich die Praktiken, die sie haben, um die Krankheiten zu heilen, nicht wirklich richtig und gut. Wenn die Menschen trotzdem gesund werden, werden sie deswegen gesund, weil auch Dämonen Menschen durchaus auch gesund machen können durch diese Schamanen. Sie haben eine Schmerzunempfindlichkeit, sie können zum Beispiel durchs Feuer hindurchgehen, sie können über Glasscherben gehen, sie können über glühende Kohlen gehen. Das ist nicht normal. Das kann man nicht mit Konzentrationsübungen vollbringen. Das ist ganz klar übernatürlich dämonischen Ursprungs. Telepathie können sie haben, das heißt, sie können über Entfernungen hinweg mit anderen gedanklich kommunizieren. So wie wir mit Handy telefonieren, können die ohne Handy telefonieren, aber wir brauchen ja irgendwo ein Medium, was die Botschaft übermittelt. Beim Handy ist das die Technik, bei ihnen ist das nicht die Technik, bei ihnen sind es Dämonen, die dann die Botschaften weitergeben, gedankliche Übertragungen mit anderen Schamanen oder mit anderen Menschen. Sie können hell sehen, wahrsagen, fernsehen, unsichtbar werden. Nun, das Fernsehen ist nicht gemeint mit dem Fernseher. Sie können auch ohne Fernseher fernsehen. Das heißt, Sie können Dinge sehen, die ganz woanders ablaufen, aber obwohl Sie hier sind. Und natürlich ist das, wenn ein Mensch so etwas kann, dann hat er mehr Fähigkeiten als andere Menschen und wird von den Menschen als besonders angesehen, besonders begabt. Aber natürlich sind das Dämonen, die das tun, böse Geister. Und sie müssen ihren Preis dafür bezahlen. Das heißt, sie beraten dadurch in Besessenheit, diese Schamanen. Ja, das war ein wenig über Schamanismus. Jetzt wollen wir uns anschauen, wo heute überall der Okkultismus in unserer Gesellschaft vorkommt. Jetzt könnte ich über diesen Punkt 3 Stunden reden, weil es so viel gibt. Ich möchte jetzt nur ganz kurz alles nacheinander aufzeigen. Ich möchte es nicht tun, damit wir Angst bekommen vor allen möglichen okkulten Phänomenen. Wir müssen vor den Dämonen keine Angst haben. Warum? Weil Gott stärker ist. Und weil, wenn wir unter Jesu Macht stehen, wenn wir unter Gottes Einfluss stehen, dann sind wir sicher. Dann dürfen Dämonen uns nichts tun. Aber wir müssen darüber reden, damit wir wissen, was es an okkulten Dingen gibt, damit wir uns davon fernhalten, damit wir das nicht tun, was Satan heute unter diesem Deckmantel des Okkultismus tut. Denn damals haben wir in dem Bibeltext am Anfang des Abends ja gelesen, dass Gott sagt, wir sollen nicht Zauberei, Bannungen, Geisterbeschwörungen durchführen. Aber die heißen heute leider teilweise anders, die Dinge. Satan nennt die Dinge anders, damit die Menschen nicht merken, dass er dadurch sie in den Okkultismus hineinziehen möchte. Wenn wir darüber reden, dann tun wir es deshalb, damit wir Bescheid wissen. Und wenn Sie die Dinge schon mal getan haben und wenn Sie merken, ich habe vielleicht eine okkulte Belastung, dann ist es auch wichtig, dass Sie heute Abend hier waren oder dass Sie dieses Video anschauen. Nämlich, dass Sie dann auch im Gebet zu Gott um Befreiung beten können und dass Jesus Sie befreit von diesen okkulten Bindungen und Belastungen. Deswegen reden wir auch darüber, damit wir auch frei werden können von okkulter Belastung. Ich habe schon sehr häufig erlebt in meiner Seelsorgepraxis, dass Menschen Depressionen und Angstzustände, Selbstmordgedanken, Verfolgungswahn hatten, weil sie sich mit okkulten Dingen beschäftigt haben. Und sie wurden gequält von Geistern. Und sie haben ein Absagegebet gesprochen, ein Befreiungsgebet und Gott hat sie freigemacht. Gott kann uns freimachen. Er ist stärker als Satan. Das ist die gute Nachricht, die wir heute Abend zur Kenntnis nehmen dürfen. Satan kommt als Wolf im Schafspelz. Das heißt, er kommt verdeckt. Er bietet den Menschen etwas an, was den Menschen erstmal positiv erscheint, was für sie interessant, verlockend ist. Und dann versucht er sie umso mehr hinterher zu binden durch okkulte Belastungen. Der erste Bereich ist die Wahrsagerei. Kartenlegen, vor allen Dingen mit Tarotkarten oder anderen Karten, wo man einfach die Zukunft voraussagen möchte. Und zwar alles, Wahrsagerei heißt, dass man Dinge offenbaren möchte, die verdeckt sind, vor allen Dingen die Zukunft voraussagen möchte. Und alle Techniken, die Zukunft vorauszusagen, ist Okkultismus. Wahrsagerei ist von Dämonen her. Natürlich, Satan weiß die Zukunft nicht. Wenn wir zu einer Kartenlegerin gehen und uns die Karten legt, die weiß nicht, was kommen wird. Satan weiß es auch nicht. Der Einzige, der weiß, was die Zukunft bringt, ist Gott.
Er kann uns das sagen. Und er hat uns das gesagt in seinem Wort. Die Bibel nennt uns viele Dinge, was kommen wird. Das meiste ist schon geschehen und einiges ist noch zukünftig. Aber Satan versucht manchmal in unserem persönlichen Leben uns Dinge vorauszusagen und dann versucht er, das, was er selbst vorausgesagt hat, eintreffen zu lassen. Und deswegen ist es häufig, dass es auch stimmt und eintrifft. Aber trotzdem sollte man so etwas nicht tun. Karten legen. Handlinien lesen, was vor allen Dingen auch Sinti und Roma oder andere tun. Dass man glaubt, hier gibt es eine Lebenslinie und je nachdem, wie lang die ist, so lange lebt man dann und so weiter. Ja? Das ist Zukunftsvoraussage, Wahrsagerei. Astrologie, Horoskop. Dass man glaubt, dass das Sternbild, in dem ich geboren wurde, einen Einfluss darauf hat, wie mein Leben verläuft. Und wenn man mein Horoskop liest, das ist meistens so schwammig, da steht dann drin, wenn Sie Glück haben, können Sie heute irgendwas Gutes erleben, aber müssen noch aufpassen, könnte Ihnen noch ein Unglück zustoßen. Kann ich das alles, was mir passiert, kann ich jetzt dort einordnen? Ja? Das ist schon, Horoskope sind teilweise Scharlatanerie, aber teilweise ist das auch wirklich, das Problem ist, wenn wir so etwas lesen, dann haben wir das im Hinterkopf und wenn dann irgendwas geschieht, dann denken wir, naja, hat das Horoskop doch schon gesagt, oder? Das heißt, wir fangen an, Querverbindungen zu schlagen zwischen dem Geschehenen, was uns passiert, und dem Horoskop. Deswegen sollte man die Horoskope gar nicht lesen. Übrigens, die Astrologie sagt ja, dass man zu bestimmten Monaten bestimmte Sternen bildet. Ich erlebe übrigens immer wieder, wenn ich über das Thema rede, dass der Satan versucht, Dinge in der Form zu stören. Deswegen, was wir hier so erleben, so dass der hier mal ausfällt, dass der Akku auf einmal alle ist und dass der andere Akku alle ist, das ist durchaus etwas, was in das Thema hineinpasst. Ja. Das ist aber von uns nicht gewollt und nicht gemacht. Kommt bei anderen Vorträgen übrigens nicht vor. Das kommt nur vor, wenn man über dieses Thema spricht. Ich habe auch schon mal erlebt, dass während des Vortrags eine Lampe runtergekommen ist und so weiter. Ich hoffe, dass es heute Abend nicht geschieht. Ja. Aber das zeigt mir, dass es übernatürliche Kräfte durchaus gibt. Dass Gott sie aber in Schranken hält. Dass Gott aber Gott manchmal doch auch durchaus zulässt, in einem kleinen Bereich, dass wir erkennen können, dass es etwas gibt. Nochmal zurück zur Astrologie und zum Horoskop. Man sagt, dass man zu einem bestimmten Sternkreiszeichen geboren wurde. Dass dann, wenn man geboren wurde, ein bestimmtes Sternbild, Waage, Wassermann, Steinbock, Jungfrau oder was immer im Himmel ist. Aber wenn man mal schaut, zu dem Monat, wo man dann geboren wurde, ist das Sternbild gar nicht im Himmel. Das stimmt gar nicht. Nämlich alle 1000 Jahre verschiebt sich das um einen Monat, die gesamte Sternbilder am Himmel. Und vor 2500 Jahren waren diese Sternbilder an der Stelle, wo wir geboren wurden. Heute ist ja schon 2 Sternbilder weiter. Naja, jetzt sagt man ja, warum ist man trotzdem bei Jungfrau oder bei Steinbock geboren? Naja, die Astrologen sagen, naja, vor 2500 Jahren haben halt die Sternbilder gewisse Energiefelder hinterlassen und die können wir heute noch spüren. Ich frage mich, haben die vor 1000 Jahren keine Energiefelder hinterlassen, die wir heute noch spüren können? Und vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren auch nicht? Warum gerade nur vor 2000 Jahren? Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil damals, vor 2000 Jahren oder 2500 Jahren, das erfunden worden ist. Und von daher hat man das damals angenommen und bis heute nicht verändert. Deswegen, das Ganze ist entweder Scharlatanerie oder auch dämonischen Hintergründe. Dass der Satan versucht, hier Menschen einzuschüchtern und ihnen etwas vorauszusagen, um ihr Leben zu bestimmen und ihr Leben zu beeinflussen. Pendeln, das haben wir sehr häufig, dass man das macht, um bei Medikamenten oder sonst bei anderen Dingen über Menschen so eine Kette oder einen Faden hängt, unten ein Gewicht dran hat und man hält das ganz ruhig und irgendwann fängt das Ding an auszuschlagen. Je nachdem, ob das so rum ausschlägt oder sich im Kreis dreht, hat das bestimmte Bedeutungen, ob das gut oder schlecht ist. Natürlich, das funktioniert wirklich. Übrigens, all die Dinge, die wir hier durchsprechen, die funktionieren. Es gibt manche, die sagen, es gibt keine übernatürlichen Dinge. Aber es ist gefährlich, so zu denken. Warum? Weil, wenn sie denn doch irgendwas erleben, was eindeutig übernatürlich ist,
dann sind sie umso mehr fasziniert davon und fahren darauf ab. Aber die Dinge gibt es wirklich und die sind übernatürlich, aber das sind Dämonen, die dort mitmachen. Die können durchaus das Pendel anstoßen und man merkt, wie das dann auf einmal sich anfängt zu bewegen. Das wird übrigens sehr häufig gemacht, auch bei Heilpraktikern oder sonst bei Medizin oder bei Krankheiten. Wünschelrute. Da hat man so ein Gerät hier oder so ein Holz, was so in Y-Form ist und fesselt es an zwei Seiten an. Und damit kann man, wie man glaubt, Wasseradern finden. Und man kann dann durch die Gegend gehen, auf einmal fängt das Ding an auszuschlagen. Und sie glauben, dass da Kräfte am Wirken sind, Erdstrahlen von diesen Wasseradern, die ausgehen und die dann da den Stock bewegen würden. Aber das kann man weder nachweisen noch messen. Man kann übrigens, die Schamanen, die das machen, das können übrigens nicht alle Menschen, nur einige können das. Und die Schamanen, die das machen, die können dann auch im Kopf denken, wie tief das denn ist. Sie denken, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, auf einmal fängt das Ding auszuschlagen, sagen sie, in 3 Meter Tiefe ist das Wasser. Und es stimmt auch. Sie finden auch Wasser. Und sogar auch genau in der Tiefe, was sie gesagt haben. Aber das liegt daran, weil eben auch die Dämonen natürlich wissen, wo das Wasser ist und wie tief es ist. Hellsehen. Das heißt, dass man zum Hellseher geht, die etwas voraussagen über die Zukunft. Und manchmal ist es sogar so, dass wenn man das tut, selbst nur aus Spaß, dass das ernste Folgen haben kann. Da waren einmal 3 junge Mädchen, Jugendliche, die waren auf dem Jahrmarkt und waren dort in der Bude einer Hellseherin und haben auch Spaß das gemacht. Haben gedacht, naja, wir glauben es sowieso nicht, aber wir machen es auch Spaß mal. Und dann sind sie reingegangen und die Wahrsagerin hat ihnen dann vorausgesagt, dass innerhalb von 1 Jahr sie alle 3 sterben würden. Und die waren so entsetzt und konnten das nicht mehr vergessen. Am Anfang haben sie gesagt, naja, glauben wir sowieso nicht. Aber irgendwann haben sie angefangen, darüber nachzudenken und sie haben Angst bekommen. Nach einem 1/2 Jahr ist die eine gestorben an einer Krankheit. Nach einem 3/4 Jahr ist die zweite gestorben durch einen Autounfall. Als die dritte gesehen hat, dass 2 schon gestorben sind und noch 1/4 Jahr noch übrig ist, ist ihre Angst immer größer geworden. Hat gedacht, bei den beiden hat es funktioniert und jetzt werde ich auch noch sterben, bis das Jahr um ist. Und sie war so in Ängste hineingekommen, dass sie, bevor das Jahr zu Ende war, sich selbst umgebracht hat. Und damit ist das in Erfüllung gegangen. Aber nur deshalb, weil sie daran geglaubt haben. Weil sie das getan haben. Deswegen, man sollte von solchen Sachen die Finger lassen. Das ist damit nicht zu spaßen. Auch Zeichendeuterei. Wie zum Beispiel Kaffeesatz lesen, Bleigießen oder was auch immer. Dass man glaubt, wenn man der Kuckuck ruft und ich habe Geld in der Tasche, dann habe ich das ganze Jahr Geld in der Tasche und all solche ganzen Sachen. Das ist Zeichendeuterei. Dass ich glaube, wenn ich das Essen aufgegessen habe, wird morgen gutes Wetter. Was hat das Wetter mit meinem Essen zu tun? Das ist Aberglaube, Zeichendeuterei. Dass ich glaube, dass bestimmte Zeichen dazu führen, dass andere Dinge sich dann so entwickeln. Das ist Zeichendeuterei. Und wir glauben manchmal, das ist nur ein einfacher Spaß. Das ist es nicht. Das ist kein Spaß. Mit solchen Sachen sollte man nicht spaßen. Ja, genauso auch mit Bleigießen. Silvester wird es manchmal gemacht. Ja, je nachdem, wie denn das Blei da fließt, wird die Zukunft weitergehen. Das ist Wahrsagerei. Spiritismus, das ist ein bisschen härter, die Geschichte. Spiritismus heißt, dass Menschen direkt mit Dämonen kommunizieren. Zum Beispiel Geistererscheinungen. Es gibt Seancen, spiritistische Sitzungen, wo man zusammenkommt, wo dann die Dämonen direkt erscheinen, sichtbar erscheinen, manchmal auch nur hörbar erscheinen und man mit den Geistern Kontakt aufnimmt. Totenerscheinungen. Und die Toten, die dann erscheinen, sind gar nicht die Toten, weil die Toten nicht erscheinen können. Warum nicht? Weil die Toten tot sind. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch stirbt, ist er tot. Wir werden morgen Abend mehr darüber hören. Sondern die Dämonen können die Form, die Gestalt von Verstorbenen annehmen und dann so tun, als ob sie die Toten wären und dann erscheinen. Und die Menschen glauben, es wären die Verstorbenen, aber es sind Dämonen, mit denen sie reden. Zum Beispiel in der Bibel haben wir den Fall, wo eine Totenbeschwörerin, eine Hexe kann man sagen, den Samuel beschwört hat, der gestorben war und wieder hervorgebracht hat. Natürlich war es nicht der Samuel, es war ein Dämon, der dem Saul einiges vorausgesagt hat und seinen Untergang prophezeit hat. Totenbefragungen. Das heißt, dass man dann bestimmte Riten hat, um die Toten zu befragen, sie anzurufen, sie herbeizurufen, um mit ihnen zu reden. Tische rücken. Da hat man auch, sitzt man am Tisch herum, man hat gewisse Riten, die man dabei macht und man stellt Fragen an die Dämonen und der Tisch fängt an, sich zu bewegen, hier ein Bein zu heben und da ein Bein zu heben, je nachdem, ob es ja oder nein ist. Das sollte man tunlich sein lassen, solche Dinge. Und manche machen nur aus Spaß mit, aber selbst wenn ich aus Spaß nur mitmache, ich habe okkulte Belastungen, wenn ich solche Dinge
aktiv praktiziere oder mitmache. Gläserrücken unter Jugendlichen in den 90er Jahren sehr weit verbreitet gewesen, dass man ein Glas umdreht, ein ABC auf den Tisch legt und dann gewisse Zauberformeln spricht, Fragen stellt an die Dämonen und man seinen Finger auf das Glas raufstellt und dann fängt das Glas an, zu sich zu bewegen, selbst sich zu bewegen und dann zu den Buchstaben von selber läuft und dann Antworten gibt und so weiter. Sollte man seine Finger davon lassen. Auch Klopfzeichen. Das heißt, dass man über Klopfzeichen mit den Dämonen Kontakt aufnimmt, so eine Art Morse-Alphabet, mit ihnen kommuniziert, hin und her sich mit ihnen verständigt. Auch das automatische Schreiben. Das heißt, es gibt manche Autoren auch, die sich hinsetzen im Dunkeln, einen Stift in die Hand nehmen und einfach nur den Stift festhalten und dann meditieren. Und so lange an nichts denken, stundenlang, bis irgendwann anfängt, der Stift von selbst zu schreiben. Das heißt, dass ein Dämon dann anfängt, die Hand dieses Menschen zu führen. Und das heißt mit anderen Worten, das, was dann dort draufsteht auf dem Zettel, ist von Dämonen, von ihren Gedanken direkt wörtlich eingegeben und geschrieben. Man sagt, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, dass die Harry Potter-Serie so entstanden sein soll, durch automatisches Schreiben. Es gibt übrigens auch manche christliche Autoren, die das praktizieren. Sie glauben, das sei der Heilige Geist, die setzen sich hin, meditieren, versuchen sich selbst zu entleeren, halten einen Stift hin und warten dann, bis ihr Stift anfängt zu schreiben und glauben, es wäre der Heilige Geist, der dann geschrieben hätte. Aber es ist Okkultismus und genauso verkehrt, wie auch wenn es christlich genannt wird und auch das Ergebnis teilweise christlichen Inhalt hat. Der dritte Bereich, Zauberei, Magie, Amulette, Talismane, bestimmte Schmuckstücke, bestimmte Dinge, Marienkäfer, Hufeisen oder Kleeblätter, vierblättrige Kleeblätter, wo man glaubt, die würden einem Glück bringen. Manche tun ein Hufeisen an ihr Auto dran, wo sie dann glauben, es würden sie keinen Unfall haben und all solche Dinge. Wir sollen unsere Sicherheit, unser Vertrauen nicht auf Dinge lenken, sondern auf Gott. Jesus ist da, er bewahrt uns und nicht irgendwelche Dinge. Ein Hufeisen und ein Kleeblatt kann uns nicht vor Unfall oder vor Schaden bewahren. Aber Gott kann es und Gott möchte es, Gott will es. Es gibt weiße Magie und es gibt schwarze Magie. Die weiße Magie ist etwas, andersrum, die schwarze fangen wir mal an. Die schwarze Magie ist etwas, wo man Zaubersprüche hat, irgendwelche Formeln hat, um anderen Menschen zu schaden, Feinde zu schaden oder irgendwelche Nadeln in irgendwelche Puppen reinpiekt beim Voodoo-Kult, um den Menschen jetzt zu schaden. Und weiße Magie ist das Gleiche, wo man Zaubersprüche hat, irgendwelche Weihgegenstände, um sich zu schützen. Aber man glaubt, aber es ist beides Magie, beides ist aus dem okkulten Bereich. Das heißt, man hat auch irgendwelche Zaubersprüche, um dann diese Schaden abzuwenden. Und wir finden übrigens in der katholischen Kirche sehr viele Dinge, die weiße Magie sind. Zum Beispiel das Weihwasser, das Bekreuzigen. Oder wenn dämonische Belastungen sind, dass der Priester durchs Haus geht und an jedes Fenster da ein Kreuz dran macht, das ist weiße Magie. Ja. Eine Vorstellung, dass man durch magische, rituelle Handlungen negative dämonische Belastungen, schwarze Magie entfernen könnte. Zauberbücher. Zauberbücher sind Bücher, die okkulte Dinge zum Inhalt haben. Zum Beispiel das 6. und 7. Buch Mose. Die haben nichts mit der Bibel zu tun. Das ist eine Einführung, wie ich meine Seele dem Satan verschreiben kann. Die Bücher sollte man niemals lesen. Das heißt, wenn man sie nur im Haus schon liegen hat, dann kann schon der Teufel zu Hause, Dämonen können schon da sein und manche Dinge anrichten. Auch andere Bücher, Bücher über Astrologie, Bücher über okkulte Dinge. Auch, werden wir gleich drüber sprechen, zum Beispiel Harry Potter Bücher, sind Zauberbücher, die wir nicht lesen sollten, mit denen wir uns nicht beschäftigen sollten. Die problematisch sind. Tarotkarten, mit denen man vor allen Dingen die Zukunft voraussagen kann, Karten legen kann. Heilige Steine, wo man glaubt, dass die Steine, bestimmte Arten von Steinen, bestimmte Energien aufnehmen können und bestimmte Wirkungen haben und irgendetwas ausrichten können. Östliche Kampfsportarten, Judo, Jiu-Jitsu, Karate. Das ist natürlich nur erstmal, und zwar wir haben in vielen dieser okkulten Dinge, dieser okkulten Praktiken, haben wir eine Vermischung zwischen Dingen, die durchaus gut und richtig sind und okkulten Inhalten. Die Kampfsportarten sind in erster Linie erstmal reiner Sport. Aber je höher man kommt, desto mehr wird es nicht nur ein Sport, sondern auch rituelle Dinge, die dabei sind und auch Philosophien und östliche
okkulte, schamanistische Hintergründe und Praktiken, die damit dabei sind. Spiritistische Rockmusik. Es gibt gerade unter der Rockmusik sehr weit verbreitet hier eine Platte von Black Sabbath oder von AC/DC oder von anderen Rockgruppen. Schon ein bisschen älter hier die Platte. Wenn man solche Musik hört oder zu Hause stehen hat, dann hat man okkulte Belastungen dadurch. Man sollte solche Dinge wegwerfen. In der Bibel finden wir die Aussage, als die Menschen in Ephesus von Paulus vom Evangelium hörten. Und in Ephesus hat man damals viel solche Dinge betrieben. Zauberei und Okkultismus. Und als sie sich bekehrt haben, haben sie all ihre Sachen zusammengebracht, haben ein riesengroßes öffentliches Feuer gemacht und haben alle ihre Bücher verbrannt, ihre Zauberbücher. Man soll diese Sachen vernichten, damit sie nicht anderen Menschen auch wieder zum Verhängnis werden können. Genauso auch okkulte Computerspiele. Hier zum Beispiel das Spiel Warcraft, World of Warcraft oder andere Computerspiele, die mit Hexen, Feen, Teufeln und sowas zu tun haben. Und die Dinge sind nicht ungefährlich. Wenn unsere Kinder diese Spiele spielen, dann geraten sie dadurch in okkulte Belastungen. Das kann erstmal nur ganz leichte Belastungen sein, aber das kann sich, je mehr sie das machen, auch steigern. Familienaufstellung, das ist gerade von einem Heidelberger Professor erfunden worden, wo man gerade in der Psychotherapie bestimmte Rollen nachspielt, die von früher gewesen sind, um Heilungen herbeizuführen. Man selbst tut eine andere Rolle, der seine eigene Familie übernehmen und andere unbeteiligte Teilnehmer übernehmen meine eigene Rolle oder noch weitere Familienrollen und dann spielt man das nach, was mal gewesen ist. Das Interessante dabei ist, dass dann diese Dinge anfangen, real zu werden. Das heißt, ohne sich abzusprechen, ohne zu sagen, was gelaufen ist, fangen die Leute an, genau das zu sagen, was damals wirklich gesagt worden ist, ohne dass sie es wissen. Und auf einmal kommen Stimmungen auf und kommen Hintergründe auf, die ganz klar von dämonischen Einflüssen gelenkt sind. Das ist eine höchst okkulte Angelegenheit, die Familienaufstellung. Da sollte man einen großen Bogen drum machen. Die Aura-Lehre, die Feng Shui-Lehre, dass man sagt, man muss seine Wohnung oder seine Gegenstände, seine Möbel so einrichten, um sie harmonisch mit bestimmten östlichen, gerade Yin-Yang-Prinzip, östlichen Prinzipien in Einklang zu bringen, in Harmonie zu bringen, damit auch die Energie im Haus richtig wirken kann und ich nicht durch negative Energie beeinflusst werde. Freimaurerei, da könnt ihr wieder eine ganze Stunde drüber reden, kann ich Ihnen empfehlen, es gibt zwei Vorträge von Walter Veit über das Thema, wie Freimaurerei auch mit Okkultismus zusammenhängt, dass sie auch okkulte Dinge betreiben, okkulte Riten haben, gewisse Geheimbünde da sind, um auch gewisse Dinge in der Gesellschaft oder auch in der Politik zu beeinflussen und auch versteckt ihre Ziele durchzubringen. Auch Drogen. Drogenerlebnisse und okkulte Erlebnisse sind häufig genau identisch, dass sie genau die gleichen Dinge erleben und erfahren. Handauflegung. Im Schamanismus kann der Schamane einem Menschen die Hand auflegen und dadurch geht eine Kraft vom Schamanen über seine Hand auf den Menschen über und der spürt eine Kraft durch sich hindurchgehen. Und diese Art von Handauflegung, diese schamanistische Vorstellung von Handauflegung, finden wir auch bei vielen Christen wieder. In der Bibel finden wir Handauflegung nur, wenn jemand getauft wird oder wenn jemand beauftragt wird, eingesegnet wird zum Dienst, aber es ist eine einmalige Einsegnung als Missionar oder als Gemeindeältester oder auch bei der Eheschließung. Diese ständige Handauflegung, die man ständig immer wiederholt, ist etwas, was aus dem Schamanismus kommt, nicht biblisch ist. Und diese Christen erleben auch, dass sie bei der Handauflegung Kräfte durch sich durchspüren. Teilweise fallen sie dabei um, auf den Rücken oder auch sonst erleben sie andere Phänomene. Das ist Schamanismus im christlichen Gewand. Hypnose oder Selbsthypnose, haben wir schon drüber gesprochen, sollte man auch nicht tun. UFOs, unbekannte Flugobjekte. UFOs gibt es wirklich. Aber UFOs ist spiritistisch, es sind dämonische Kräfte, die hier wirken. Und nur die können die UFOs sehen, die auch an sie glauben und die sich damit beschäftigen. Vor einiger Zeit hatten wir eine Jugendevangelisation, ich sprach mit einem Mann auf der Straße, es war in Essen gewesen, im Ruhrgebiet,
Und dann sagte der Mann zu mir, naja, und jeden Abend, so gegen 5 Uhr, kommen immer die UFOs und belagern Essen. Sag ich, ich habe noch nie ein UFO gesehen. Doch, doch, sagen sie, kommen immer jeden Abend 5. Und dann, es war gerade so um 5:05 Uhr, sag ich, ja, dann müssen sie ja gleich kommen. Ne? Dann sagt er, ja, gleich werden sie kommen. Und dann haben wir weitergesprochen und dann nach 5 Minuten sagt er, ja, da vorne kommen sie. Ich habe gesagt, ja, ich sehe aber nichts. Ja, doch, sagt er, da vorne sind sie doch. Sagt er, ich sehe aber nichts. Er hat sie gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Der hat wirklich die UFOs gesehen, wie sie kamen und sie einen Ring um Essen herum gemacht haben. Das heißt, das sind spiritistische Phänomene. Es gibt sogar Menschen, die haben mit den Insassen dieser UFOs gesprochen. Sogar Bilder von denen gemacht. Es gibt solche Bilder. Das sind Kontakte mit Dämonen, die sie hier aufgenommen haben. Meditationstechniken. Das ist genau das, was ich vorhin davon gesprochen habe, dass man versucht, die Meditation an sich ist nichts Böses. Aber durch die Meditation versucht man, sich in einen Ruhezustand zu versetzen, der so tief ist, der tiefer ist als der normale Ruhezustand, wo man in einen Trance hineinkommt und in der Trance dann sich öffnet für die Welt des Okkulten. Stille Übungen, Fantasiereisen, haben wir schon drüber gesprochen, und auch spiritistische Filme. Es gibt heute mehr Filme als je zuvor, die spiritistische Phänomene beinhalten, mit Geistern, mit Dämonen und mit allem mit dem spiritistischen Zeug. Das ist schlimm. Was mache ich, wenn ich so einen Film jetzt gesehen habe? Wenn ich einen Film anschaue und da kommt sowas vor, ausschalten. Ob ich jetzt bei einer spiritistischen Sitzung selber dabei bin, hingehe, dort mitmache, oder ob ich mir es im Fernsehen oder einem Film anschaue, macht keinen Unterschied. Man sollte sich solche Dinge nicht anschauen. Diese Dinge sind nicht ungefährlich. Ich muss Ihnen eine Erfahrung erzählen. Vor einigen Jahren, das war in einem der vorigen Bezirke, wo ich gearbeitet habe, ruft mich sonntags morgens um 5 Uhr eine Familie an. Waren Christen, waren Adventisten und sagen, Olaf, du musst sofort kommen, bei uns ist der Teufel los. Ich sage, was ist denn? In der Nacht, so gegen 3 Uhr, ging der Wasserhahn in der Badewanne auf. Und da sind aufgewacht, sind hingegangen, haben den Wasserhahn wieder zugedreht. Nach 10 Minuten war der Wasserhahn wieder auf. Sind wieder hingelaufen, haben wieder zugemacht. Nach 10 Minuten war der Wasserhahn wieder auf. So ging es 10-mal hin und her, dass der Wasserhahn immer wieder auf war. Ganz klar übernatürlich. Und die haben Angst bekommen. Die haben die ganze Nacht nicht mehr geschlafen und haben mich morgens um 5 Uhr angerufen. Ich bin dann hingefahren. Ich habe gefragt, was denn los ist. Warum das gewesen ist. Was haben Sie am gestern Abend gemacht? Was habt ihr am Vorabend gemacht? Was haben Sie gemacht? Sie haben 2 Filme angeschaut mit spiritistischen Inhalten. Und in der Nacht waren diese Dinge los. Wir haben dann ein Gebet gesprochen, ein Absagegebet gesprochen und der Spuk war wieder vorbei. Mit solchen Dingen ist nicht zu spaßen. Es gibt es wirklich, diese Kräfte. Und ich habe schon erlebt, wie auch bei solchen Absagegebeten wirklich Dämonen hier versuchen, Menschen zurückzuhalten. Man sollte sich an das halten, was Gott uns sagt. An das Positive, an das Gute. Und um diese Dinge einen Bogen machen. Ich möchte einiges über Harry Potter sagen. Harry Potter, spiritistisches Buch als auch spiritistische Filme, beides. Mittlerweile in vielen Schulen Pflichtlektüre geworden. 61,5 Millionen Menschen haben in Deutschland das gesehen im Kino. Übrigens nicht verschiedene Menschen, das waren ja mehrere Filme, die hier waren, sondern insgesamt waren 61,5 Millionen Menschen im Kino bei diesen Filmen. Also ein unglaublicher Erfolg. Es ist eine Einführung in den Okkultismus, nämlich der Harry, der hier die Hauptperson ist, ist ein Zauberlehrling. Und die gesamte Buchserie geht darum, wie er eingeführt wird in die Zauberei. Und die Kinder, die das lesen, werden mit Harry zusammen in die Zauberei eingeführt. Wie das funktioniert, wie kann ich zaubern? Ständig haben sie Zaubersprüche, die wiederholt werden. Ständig haben sie okkulte, übernatürliche Phänomene, die hier beschrieben werden. Ja? Es gibt die Welt der Muggels, das sind die Nicht-Magier, die normalen Menschen, die das eben nicht können. Und der Harry ist eben ein Zauberer, der übernatürliche Kräfte hat, ein Schamane kann man sagen, der jetzt hier manche Dinge tun kann. Es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen weißer und schwarzer Magie, beides ist aber Magie, beides ist Okkult. Böse Zauberer gegen gute Zauberer und Harry ist eben ein guter Zauberer, der das Gute möchte, deswegen glauben die Menschen, das ist ja was Gutes. Und wenn es ein guter Zauberer ist, dann können wir den ja durchaus lesen und für uns auch in Anspruch nehmen, weil es ja was Positives ist, aber auch weiße Magie ist natürlich dämonisch und nicht gut. Und zwar, der Hintergrund ist der, ein Zauberer wurde in der Vergangenheit böse, er war vorher gut, ist böse geworden, hat eine gewisse Anzahl von anderen Zauberern mit sich gerissen, die sich jetzt gegen das Gute stellen und versuchen, das Gute zu vernichten. Er hat sich Erfolgsleute gesucht
und dieser Kampf zwischen Gut und Böse ist jetzt da. Menschen werden mit Tötungsflüchen umgebracht, auch Harry Potter kann Flüche aussprechen und dadurch Menschen umbringen. Interessant, Seite 666 steht, dass der böse Zauberer versucht, Harry zu töten. Harry hat als einziger den Tötungsfluch überlebt. Er hat eine Fluchnarbe auf seiner Stirn, ein Malzeichen auf seiner Stirn. Er hat überlebt. Ein Blitz, diese Fluchnarbe. Er redet mit Hexen, mit Elfen, mit anderen übernatürlichen Wesen. Er kann Flüche selber aussprechen. Er spricht mit seiner toten Mutter in diesen Romanen. Das heißt, hier finden wir auch ganz klar Spiritismus, dass er mit den Toten spricht, kommuniziert. Details von Grausamkeiten werden beschrieben, die niemals in Jugendliteratur hinein dürften. Dass das überhaupt für Kinder freigegeben worden ist, das ist ein Skandal, diese Bücher. Magische Sprüche werden ständig wiederholt. Die Kinder prägen sich das ein durch das ständige Wiederholen, durch das ständige Lesen. Die Kinder werden beeinflusst. Mittlerweile gibt es Harry Potter auch als Computerspiel, als Lego Harry Potter. Ab Juni 2010 haben wir einen Themenpark, die Zauberwelt des Harry Potters in Florida. Weitere Fantasy-Reihen sind erschienen, zum Beispiel von Percy Jackson, oder das heißt Percy Jackson. Und wir haben auch andere Fantasy-Bücher, Fantasy-Filme, die schon vorher gewesen sind, zum Beispiel die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis. Sogar mit christlichem Hintergrund. Aber es ist genauso Fantasy-Literatur, die in die gleiche Dinge einzuordnen ist, die man auch nicht lesen sollte, sich mit nicht mehr beschäftigen sollte. Übrigens, das ist schon ein bisschen älter, aus den 50er Jahren ist das schon entstanden. Die Filme sind später entstanden, aber die Bücher in den 50er Jahren entstanden. Ja, wir haben auch Herr der Ringe zum Beispiel, eine andere Fantasy-Serie, die auch sehr weit verbreitet ist. Eine Fantasiewelt mit Elben, Hobbits, Zauberern, Menschen, Zwergen. Eine Einführung in den Okkultismus. Auch hier haben wir Bücher, Kinofilme, Videos, Spiele. Hier haben wir auch einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen weißer Magie und schwarzer Magie. Natürlich ist beides, ist alles okkult. Auch die Guten kämpfen mit übernatürlichen, dämonischen Mächten, sollte man sich von fern halten. Gut, und jetzt haben wir noch einen letzten Bereich, okkulte Heilmethoden. Es ist folgendes, es gibt grob gesagt drei verschiedene Arten von Heilmethoden. Einmal gibt es die Schulmedizin, die ihren berechtigten Platz hat, dass man, wenn man schwer krank ist, Antibiotika nimmt oder andere Dinge nimmt, zum Arzt geht, um sich behandeln zu lassen, um die Krankheit zu bekämpfen, um gesund zu werden. Es gibt eine natürliche Heilmethode, das heißt, dass man versucht, durch natürliche Anwendungen, Wasseranwendungen, natürliche Medizin, den Körper hilft, seine eigene Abwehr zu stärken, um gesund zu werden. Es gibt einen dritten Bereich, okkulte Heilmethoden. Die sagen meistens, dass sie auch natürlich wären, sind es aber nicht. Meistens haben sie eine Verbindung, eine Kombination zwischen natürlichen Praktiken, die aber dann mit okkulten Hintergründen verknüpft sind. Das heißt, sie haben eine Kombination von diesen beiden. Und gerade das ist das Gefährliche. Und heute sagt man, wer heilt, hat Recht. Und viele Menschen gehen zum Arzt und haben Krankheiten und werden nicht gesund. Und dann gehen sie zu irgendwelchen Wunderheilern, werden gesund und sagen, na guck hier, der kann es doch, der weiß es doch. Jetzt habe ich meine Schmerzen los. Und merken aber nicht, wenn sie mit okkulten Heilmethoden sich einlassen, dass sie dann einen Preis zahlen müssen dafür, okkulte Belastungen haben. Ich habe einige okkulte Heilmethoden aufgeführt. Übrigens nicht, nochmal etwas zu sagen, nicht alles, was Sie nicht erklären können, ist automatisch okkult. Es gibt manches, was man vor 100 Jahren noch nicht wusste, was man heute aber weiß, erklären kann, was aber trotzdem nicht okkult ist, weil man das später erst erklären konnte. Also wir können nicht sagen, alles Unerklärbare ist automatisch dämonisch. Nein, kann man nicht sagen. Aber man muss immer schauen, wenn man etwas beurteilen will, wo kommt das her? Was sind die Hintergründe? Was sind die Ursprünge? Und dann kann man sehen, was hat denn der Begründer damit gemeint, gewollt und wohin führt das Ganze? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen bei diesen okkulten Heilmethoden. Zunächst einmal die Akupunktur, die klassische Akupunktur. Die hängt zusammen, kommt aus der chinesischen Medizin, hat damit auch
die östliche Vorstellung des gesamten Welt- und Gottesbildes. Das Yin-Yang-Prinzip spielt hier eine große Rolle. Das Gute kann ohne das Böse nicht sein, das Böse ohne das Gute nicht. Das beeinflusst sich gegenseitig und braucht sich gegenseitig auch, um leben zu können. Man sagt, es gibt gewisse Meridiane, die man hier auf diesem Bild sieht. Meridiane, die durch den Körper hindurchgehen. Und eine Lebensenergie Qi, wie Sie es nennen, muss frei fließen. Und wenn diese Lebensenergie frei fließt durch den Körper, dann ist der Mensch gesund. Wenn aber die Energie nicht frei fließen kann, gibt es Blockaden. Und jetzt piekt man mit Nadeln oder mit Akupressur, mit dem Daumen oder mit der Massage diese gewisse Punkte an, gewisse Akupunkturpunkte, um die Blockaden zu lösen, dass die Energie wieder frei fließen kann. Und dann wird der Mensch gesund. Das ist der Hintergrund. Man tut bei der Akupunktur nicht die Nerven anpieksen, um da was zu bewirken, nein. Sondern das sind diese Meridiane, Akupunkturpunkte, die damit in Verbindung stehen. Natürlich wirkt es, aber die Frage ist, wodurch? Bachblüten. Bachblüten sind vor 20 Jahren ungefähr in Westeuropa ziemlich beliebt geworden. Sie glauben, und zwar der Bach war ein Engländer namens Bach, nicht der Johann Sebastian, es war ein anderer Bach, der hat gesagt, er glaubt, dass eine Krankheit entsteht, dass der Mensch selbst mit seiner unsterblichen Seele einen Konflikt hat. Und man kann jetzt mit bestimmten pflanzlichen Stoffen die Seele heilen. Und dann hat er gewisse Pflanzen, gewisse Blüten extrahiert, die Schwingung der Blüten durch Verdünnen auf eine Essenz übertragen, und wenn man die jetzt nimmt, dann wird die unsterbliche Seele geheilt und man wird wieder mit seiner eigenen Persönlichkeit in Einklang schwingen und kommen, und dadurch kann man gesund werden. Natürlich glauben wir, dass es weder eine unsterbliche Seele gibt, noch der Bibel, noch dass die Blüten Schwingungen haben, die man übertragen kann auf irgendwelche Medikamente oder dass es auf unsere Persönlichkeit eine Wirkung hätte. Deswegen ist Bachblüten genauso eine okkulte Heilmethode. Reiki. Reiki ist etwas, das kommt von dem Begriffen Rei, Kosmos, und Ki, Lebensenergie, dass man auch hier wieder glaubt, dass eine gewisse Lebensenergie durch die Hände übertragbar ist auf eine kranke Stelle. Man kann einen Menschen heilen durch Handauflegung. Eine universelle Energie fließt dann durch die Hand, die man aufs kranke Körperteil draufhält. Dann wird der Körperteil warm und eine Energie fließt und dadurch wird der Mensch gesund. Teilweise werden die Menschen auch gesund. Aber die Frage ist, welche Energien hier fließen? Sicherlich okkulte Energien. Wunderheiler besprechen. Es gibt Menschen, die direkt heilen. Da geht man hin und die haben dann irgendwelche Zauberformeln, Zaubersprüche oder irgendwelchen Warzen, die sie dann besprechen. Auf einmal verschwinden die oder andere Dinge, was man natürlich nicht tun sollte und auch nicht hingehen sollte. Übrigens das Gleiche auch bei christlichen Wunderheilern. Es gibt auch Lourdes oder andere Stätten, wo Menschen hingehen, um gesund zu werden, was genauso auch diesen okkulten Hintergrund hat. Yoga. Yoga ist auch etwas, hat einen esoterischen Hintergrund. Die Chakrenlehre steckt dahinter. Sie glauben, der Mensch hat 7 Chakren, die hier an verschiedenen Stellen im Zentrum des Menschen angeordnet sind. Und dass es einen Astralleib gibt, dass eine Lebensenergie durch den Menschen durchfließt und Schwingungen da sind, die man wieder frei schwingen lassen muss. Und der Hintergrund ist der, dass ich durch Konzentration auf mich selbst das Göttliche in mir selbst entwickeln kann. Die Yoga-Lehre sagt, glaubt nicht, dass es einen Gott gibt, der außerhalb von uns ist, sondern die glaubt, dass ein Prinzip Gottes im Menschen drin ist, die Kraft Gottes im Menschen ist, der Gott eine Kraft nur ist. Und wenn ich mich selbst in mich hinein versenke und das Göttliche in mir selbst entwickle und zum Ausbruch kommen lasse, dass dann ich mich auf eine höhere Bewusstseinsstufe stelle und ich dadurch gesund werde oder ein besseres Leben führen kann, eine Transformation erlebe, eine Bewusstseinserweiterung erlebe. Mesmerismus, erfunden von dem Dr. Franz Anton Messner, 1734 bis 1814 gelebt. Er sagte und glaubte, es gibt gewisse magnetische Heilströme, die er übertragen kann, ähnlich wie Reiki heute, könnte man fast sagen, dass man mit Magnetismus Menschen heilen kann, was natürlich auch okkulte, spiritistische Hintergründe hat. Dann esoterische Massagen, Ayurveda zum Beispiel.
Ayurveda ist auch etwas, wo man auch sagt, dass es ganzheitlich, übrigens die meisten okkulten Heilmethoden haben einen ganzheitlichen Ansatz, der durchaus richtig ist, aber okkulte Praktiken, die dann auch dämonische Mächte mit ins Spiel bringen. Ayurveda ist eine Vorstellung, dass man sagt, dass man in seiner Ernährung, in den Massagen, die man hat, in den Anwendungen gewisse Energien, gewisse Kräfte hier freisetzen muss. Es gibt normale Massagen, um die Muskeln zu lockern, zu entspannen, was gut ist. Esoterische Massagen wollen jetzt noch Energien übertragen bei der Massage oder bei den Anwendungen, die dabei sind. Und auch noch die Homöopathie. Homöopathie, ich weiß, dass es sehr umstritten ist, auch in der Christenheit, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Ich persönlich bin überzeugt, dass es auch okkulte Hintergründe hat. Warum? Man muss sich anschauen, wo das herkommt. Der Begründer war Samuel Hahnemann, lebte 1755 bis 1843. Und dieser Hahnemann war Spiritist. Und er hat jetzt eine neue Art von Medizin aufgerichtet, dass er sagt, ich möchte Ähnliches mit Ähnlichem heilen. Das heißt, ein Stoff, der eine Krankheit auslöst, wird, wenn ich den Stoff verdünnt einnehme, die Krankheit heilen. Das ist nicht logisch. Bei der Impfung funktioniert das Ganze. Nämlich, wir hören immer wieder im Herbst, bevor die Grippewelle kommt, dass man aufgerufen wird, sich impfen zu lassen. Warum? Nämlich, wenn man ein wenig von den Stoffen der Krankheit eingeimpft bekommt, kann der Körper Antikörper entwickeln, er kann damit fertig werden. Und wenn dann die Grippewelle kommt und ganz viele dieser Bakterien oder Viren kommen, dann hat mein Körper schon Antikörper und kann viel schneller reagieren und wird nicht krank. Aber wenn ich schon krank bin und ich dann geimpft werde, hat eine Impfung keinen Nutzen mehr, weil ich ja schon die Krankheitserreger in mir habe. Deswegen, wenn Hahnemann jetzt sagt, wenn du krank bist und den Stoff, der die Krankheit ausgelöst hat, in verdünnter Form zu dir nimmst, wirst du gesund, ist nicht logisch, kann nicht funktionieren. Denn der Körper ist sowieso schon auf Hochtouren, um gegen diese Krankheitserreger, die da sind, damit fertig zu werden, sich darauf einzustellen. Und das Zweite ist, dass er sagt, Potenzierung und Dynamisierung. Das heißt, je höher etwas potenziert ist, desto mehr wirkt es. Nun, wenn man Homöopathie nimmt, dann kann man in den Niedrigpotenzen durchaus sagen, der Stoff, der da drin ist, der wirkt ja auch. Und der kann ja auch normal wirken. Aber Hahnemann sagt, je mehr wir das potenzieren, das heißt, je weniger drin ist, desto mehr wirkt es. Ist auch wieder unlogisch. Jeder weiß, wenn ich 2 Tabletten nehme, wirken 2 Tabletten mehr als 1 Tablette, oder? Aber er sagt jetzt, wenn ich aber jetzt nur noch 1/10 von dem nehme, was ich vorgenommen habe, dann wirkt das mehr als vorher. Ist nicht logisch. Und zwar, die Dynamisierung funktioniert folgendermaßen, dass sie sagen, zum Beispiel bei D5, dass es 5-mal 1 zu 10 verdünnt wurde. Also am Ende 1 zu 10.000, 1 zu 100.000. Das heißt, ich verdünne 1 zu 10, von dem verdünne ich wieder 1 zu 10, von dem wieder 1 zu 10, von dem wieder 1 zu 10. Und wie das Ganze funktionieren? Hahnemann hat damals gesagt, warum wirkt das mehr, wenn ich das öfter dynamisiert habe, verdünnt habe? Hahnemann sagt, es gibt Wunderheiler, die können direkt heilen, indem sie den Menschen Hände auflegen. Und wenn diese Wunderheiler jetzt dieses Medikament schütteln, dann wird ihre Energie übertragen auf das Medikament. Und je öfter sie schütteln, desto mehr wird übertragen, Energie, und desto mehr kann das Medikament den Menschen heilen. Das war seine Erklärung. Die heutigen Homöopathen sagen, nein, das ist ein bisschen anders. Die sagen, hier wird eine feinstoffliche Energie bei jedem Schüttelvorgang übertragen. Denn heute schütteln nicht mehr die Schamanen irgendwo in einem Labor, sondern heute wird es maschinell geschüttelt. Deswegen sagen sie, hier wird Energie übertragen von der pflanzlichen Ursubstanz auf das Neue. Und je öfter geschüttelt wird, desto mehr Energie wird freigesetzt und übertragen. Und deswegen haben die Hochpotenzen mehr Energie freigesetzt, die dann wieder an den Menschen wirkt. Aber erstens kann man diese Energien nicht feststellen, nicht messen. Und zweitens ist es so, gerade bei diesen östlichen Praktiken ist es häufig so, dass man von Schwingungen, Energien spricht, die man nicht messen kann, die man einfach sagt, sie wären da, aber sie sind gar nicht da. Und da muss man immer vorsichtig sein bei solchen Erklärungsmustern. Man kann zum Beispiel nachweisen, dass gerade bei der Hochpotenz, das heißt ab D23, ist in dem Fläschchen, was man kauft, kein einziges Molekül der Ursubstanz mehr drin. Es ist ungefähr so, als ob man einen Tropfen auf den Bodensee hineingibt
und dann einmal groß umrührt und am anderen Ende vom Bodensee wieder etwas herausnimmt und sagt, jetzt wirkt das. Es ist kein Molekül mehr drin. Und was wirkt dort? Nicht die Pflanze, die drin ist. Sie sagen, die feinstoffliche Energie wirkt, aber die kann man nicht nachweisen. Und ich glaube auch nicht, dass sie da ist. Ich glaube, dass andere Kräfte hier da sind, die wirken. Dämonische Kräfte. Gerade die Hochpotenz ist etwas, was uns zeigt, es kann nicht sein. Bei den Niedrigpotenzen kann man immer noch sagen, hier wirkt ja noch die Substanz, bei den Hochpotenzen nicht mehr. Ja. Übrigens, D23 ist eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 23. Das heißt, eine 0, eine 10 mit 23 Nullen hinten dran. Muss man sich mal vorstellen. Das heißt, eine höhere Wirkung durch höhere Potenzen. Das Problem gerade an den Hochpotenzen kann man sehen, es kann nicht richtig, nicht logisch und auch nicht normal wirksam sein. Es müssen andere Kräfte dahinter sein. Und übrigens, in die ähnliche Kategorie fallen auch die Schüsslersalze. Sie tun sich offiziell nicht als homöopathische Mittel ansehen, weil sie sagen, das Gleiche mit Gleichem zu heilen, das Prinzip haben sie nicht. Aber die Verdünnung, die Dynamisierung haben sie. Schüsslersalze haben eine D6 oder D12 Dynamisierung. Das Prinzip ist das Gleiche, was dahinter steckt. Es ist genauso okkult wie auch die Homöopathie selbst. Man sollte auch da seine Finger von lassen. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, über all diese Dinge. Sicherlich gibt es noch mehr, was man sagen könnte, noch mehr verschiedene andere okkulte Heilmethoden oder okkulte Praktiken, wo man einfach einen Bogen drum machen sollte und sagen sollte, das sollten wir nicht als Christen praktizieren. Wenn ich es jetzt getan habe, wenn jemand sich damit einlässt, dann kann man feststellen, dass es verschiedene Arten von Belastungen gibt. Okkulte Belastungen nennt man das. Ich habe in meiner Praxis 3 verschiedene Stufen von okkulter Belastung erlebt. Die erste Stufe ist, dass Menschen negative Charakterveränderungen erlebt haben. Dass sie seelische Schaden genommen haben. Dass Depressionen da sind. Dass Selbstmordgedanken bei ihnen vorhanden sind. Unerklärliche Angstzustände. Verfolgungswahn. Albträume. Oder auch Glaubensnöte. Es ist jetzt Folgendes. Nicht jede dieser Dinge sind automatisch eine Folge okkulter Belastung. Das heißt, nicht jeder, der Depressionen hat, hat eine okkulte Belastung. Nicht jeder, der Selbstmordgedanken hat, hat eine okkulte Belastung. Wer diese Dinge hat, kann auch andere Ursachen haben, rein körperliche oder psychische Ursachen, natürlich. Aber jemand, der sich mit okkulten Sachen beschäftigt, hat fast immer auch diese Dinge, die wir hier dabei haben. Ja. Und wenn ich mit Menschen spreche und mit ihnen die Liste durchgehe von okkulten Praktiken und sie haben da vielleicht 3, 4, 5, 6 Dinge angekreuzt und dann sagen sie, naja, Depressionen und Verfolgungswahn und Albträume habe ich auch, dann kann man meistens dann eine Verbindung herstellen, dass es damit zusammenhängt. Das Problem ist natürlich bei der Sache, bei der ersten Stufe erkennen die meisten Menschen nicht, dass ihre Depressionen und ihre seelischen Schäden und Angstzustände von den okkulten Dingen herkommt, weil sie den Zusammenhang nicht erkennen. Zum Beispiel, ich habe ein junges Ehepaar gehabt, den habe ich Bibelstunden gegeben, angefangen mit ihnen. Und so nach 2 Monaten sagt dann die junge Frau zu mir, ja, weißt du, Olaf, seit einiger Zeit habe ich auf einmal Depressionen. Ich komme nach Hause von der Arbeit und ich muss 2 Stunden weinen und dann ist es wieder weg. Nach 2 Stunden, ganz plötzlich, kommt es über mich, ich muss weinen, nach 2 Stunden ist es wieder weg. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Habe ich früher nie gehabt. Da habe ich sie gefragt, na ja, wann hast du denn das? Na ja, sagt sie, seitdem ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ja, und wo du angefangen hast, die Bibel zu lesen, was hast du denn da gemacht? Hast du da irgendwelche bestimmte Dinge gemacht? Ja, sagten sie, wir waren mit einem Ehepaarkreis bei einem Wochenende mit Christen. Und dort haben wir die Bibel zusammen gelesen und dort haben wir begonnen, denn die Bibel auch zu lesen. Das waren charismatische Christen. Und da habe ich gefragt, haben sie dir dort die Hände aufgelegt? Ja, sagt sie, die haben mal die Männer und Frauen getrennt und da haben sie bei den Frauen zusammen gebetet und da haben sie ihr die Hand aufgelegt. Und ab dem Tag der Handauflegung dort bei diesen charismatischen Christen hatte diese Frau Depressionen. Dann habe ich ihr erklärt, dass ihre Depressionen von der Handauflegung kommen, weil das schamanistisch ist, schamanistischen Hintergrund hat, diese Handauflegung.
Wir haben gemeinsam ein Absagegebet gesprochen und ab dem Tag des Absagegebetes waren die Depressionen wieder weg. Das heißt, ab dem Tag der Handauflegung bei den Charismatikern hat diese Frau Depressionen gehabt, jeden Tag, fast jeden Tag. Ab dem Tag des Absagegebetes über diese Handauflegung war es wieder weg. Eindeutig, dass es daher kam. Deswegen sollte man mit diesen Dingen nicht spaßen. Ich habe schon in hunderten von Fällen erlebt, wie Menschen dadurch in Nöte kommen, in innere Nöte, in Schwierigkeiten, das ganze Leben mit belastet. Das Gute ist, Jesus möchte uns freimachen von den Ketten. Er möchte uns freimachen von Bindungen, von Belastungen. Die zweite Stufe geht noch weiter. Wenn jemand sich mehr damit beschäftigt hat, wenn jemand selbst aktiv solche okkulten Dinge praktiziert, dann ist er meistens in der zweiten Stufe drin. Da erlebt er übernatürliche Phänomene, Halluzinationen, Spukerscheinungen, Klopfzeichen, Verrücken von Gegenständen, organische Schäden, die als Folge dessen auftreten können. Das heißt, hier ist etwas, wo das nicht nur im psychischen Bereich liegt, sondern hier haben wir Dinge, wo man eindeutig sagen kann, das ist übernatürlich. Das könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, mache ich lieber nicht. Man sollte sich übrigens auch nicht mit diesem ganzen Gebiet, was ich jetzt hier geschildert habe, den ganzen Abend schon, sollte man sich nicht zu intensiv auseinandersetzen. Ich habe es einmal gemacht, weil man wissen muss, was es damit auf sich hat. Aber diese Dinge haben eine Faszination an sich. Und wenn man dann hört, wie Menschen hier in diesen Dingen drin waren, das klingt faszinierend, was da für Dinge ablaufen, übernatürlich. Ich könnte Ihnen stundenlang erzählen, was Menschen erlebt haben, so wo ich dabei war teilweise. Aber es ist schlimm. Diese Dinge sind, die Menschen sind unter unglaublichen Druck und Belastungen. Gerade wenn sie selbst auch Dinge erleben, Dinge sehen, die gar nicht da sind, Dinge hören, die gar nicht da sind. Oder wenn Gegenstände durch das Haus wandern oder andere Dinge. Und die dritte Stufe ist, wenn jemand sich noch mehr damit einlässt, Geisteskrankheiten und Besessenheit. Wieder kann man wieder sagen, nicht jede Geisteskrankheit ist automatisch von okkulter Belastung herzurühren. Es gibt auch andere Ursachen bei Geisteskrankheiten. Aber ich bin überzeugt, dass viele Menschen, die von den Ärzten als schizophren diagnostiziert werden, im Grunde genommen besessen sind. Ja, das war wie zu Jesu Zeit auch. Da gab es Menschen, wo Dämonen in ihnen gewohnt haben und zwei Persönlichkeiten in ihnen waren. Ja. Besessenheit kann sein, dass diese Menschen nur teilweise besessen sind, nur zeitweise, und zeitweise sind sie frei. Kann aber auch sein, dass sie ständig von Dämonen beherrscht werden. Und das ist natürlich sehr schlimm. Und gerade Menschen, die in der dritten Stufe sind, kommen aus eigener Kraft da nicht wieder raus. Da braucht man einen Gebetskreis. Die Jünger fragen Jesus, wie kann man frei werden davon? Jesus sagt, nur durch Fasten und Beten. Und das geht auch nur, wenn eine ganze Gruppe dahinter steht. Wenn viele Menschen dafür fasten und beten, dass jemand, der in der Besessenheit drin ist, frei wird. Aber es ist möglich. Und Jesus möchte uns frei machen. Und das ist das Gute. Und nur Jesus kann uns frei machen. Auch schon bei der ersten Stufe der Belastung, auch schon bei den Depressionen und den Angstzuständen und den Verfolgungswahn, wenn wir solche Dinge erleben, können wir uns nicht selbst von befreien. Wir dürfen uns an Jesus wenden. Wir können Jesus bitten und sagen, Herr Jesus, mach du mich frei davon. Er möchte es tun. Er ist stärker als Satan. Er hat Satan besiegt und Jesus ist gestorben. Er ist für mich gestorben. Er ist für meine Sünde gestorben. Und die Dinge, über die wir gesprochen haben, sind ja auch okkulte Sünden. Wenn ich mit Dämonen Kontakt aufnehme, tue ich etwas, was Gott verboten hat zu tun. Und damit ist das Sünde. Und wie gehe ich mit Sünde um? In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 und 9 haben wir ein wichtiges Wort, ein schönes Wort, wo es heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott ist bereit zu vergeben. Unsere Aufgabe ist es,
unsere Sünden zu erkennen und zu bekennen. Und wenn wir es tun, hat Gott versprochen, dass er sofort uns die Sünde vergibt. Das ist schön. Da fällt wie so ein Stein von unserem Herzen, von unseren Schultern. Dass wir wissen dürfen, Gott hat mir vergeben. Er hat mich reingewaschen. Bei okkulten Sünden ist es noch ein wenig ähnlich. Auch hier brauchen wir Vergebung. Der Unterschied ist folgender. Wenn ich mich mit Dämonen eingelassen habe, dann kann es sein, dass Gott mir vergeben hat, aber ich immer noch okkulte Belastungen habe. Allein schon, wenn ich ein okkultes Buch bei mir zu Hause im Schrank stehen habe, kann sein, dass dadurch die Dämonen bei mir in meinem Haus anwesend sein können. Deswegen, bei diesen dämonischen, okkulten Sünden ist es so, dass ich eine Sünde getan habe, aber dadurch auch eine Art Vertrag entstanden ist mit den Dämonen, dass sie die Erlaubnis haben, in meinem Leben etwas zu tun. Es kann durchaus sein, dass ich Gottes Kind bin, dass ich erlöst bin, dass ich mit Gott lebe, aber trotzdem eine okkulte Belastung haben kann. Das schließt sich nicht aus. Deswegen möchte Gott, dass wir auch unsere Sünden, unsere okkulten Sünden vor Gott bekennen und Gott um Befreiung bitten. Befreiung von diesen Belastungen, von diesen okkulten Belastungen. In Johannes 8, Vers 36 sagt Jesus uns, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Gott möchte Freiheit. Er möchte, dass wir auch von den okkulten Belastungen nicht mehr geknechtet werden. Und das geschieht durch ein Absagegebet. Und zwar, wir sollten unsere Sünden im Gebet einzeln und laut bekennen. Wir beten nicht zu Satan und nicht zu den Dämonen, wir beten zu Gott, zu Jesus, dass er uns frei macht. Aber Satan kann unsere Gedanken nicht lesen. Darf er nicht. Deswegen sollten wir gerade so ein Absagegebet laut tun, laut beten. Und dass wir unsere Sünden bekennen. Wir sollten übrigens, wenn wir Sünden getan haben, die immer auch einzeln vor Gott bekennen. Solange wir uns daran erinnern können, natürlich. Und auch diese Sünden sollte man einzeln vor Gott bekennen. Man sollte sein Leben Gott übergeben und sagen, lieber Gott, Herr Jesus, sei du in meinem Leben der Erste. Ich möchte, dass du in meinem Leben auf dem Thron sitzt, dass du den ersten Platz einnimmst. Und dass wir dann sozusagen den Vertrag mit Satan kündigen. Dass wir sagen, ich möchte mit Satan nichts mehr zu tun haben. Ich bitte, dass du mich schützt vor diesen Einflüssen, vor diesen Belastungen, die da sind. Diese drei Dinge sollten in einem Absagegebet mit dabei sein. Nun ist es so, dass manche Menschen den Wunsch haben, frei zu werden. Und ich mache das meistens so, dass ich mit diesen Menschen, wenn ich mit ihnen in der Seelsorge zusammen bin, dass ich dann mit ihnen die ganze Liste durchgehe, was wir heute Abend auch gemacht haben. All die ganzen okkulten Sünden, die es gibt. Dann sollen sie ankreuzen, was sie selber gemacht haben. Und dann bete ich mit ihnen dieses Absagegebet. Sie beten es selber, besser gesagt. Und dann nennen sie, entscheidend ist, dass ich im Gebet mich an Gott wende. Dass ich Jesus bitte, Herr Jesus, befrei du mich. Ich gehe mit den Menschen genau alle Punkte durch. Sie kreuzen an, was sie an okkulten Sünden getan haben. Und dann sprechen sie das Absagegebet und nennen dann all ihre ganzen Dinge, die sie angekreuzt haben, vor Gott und bekennen sie. Und bitten Gott, dass er ihnen vergibt. Sie übergeben Gott ihr Leben und sie kündigen diesen Vertrag mit dem Teufel. Ich habe auch einen Gebetsvorschlag. Dieser Gebetsvorschlag ist kein magisches Gebet. Da würde ich ja selbst weiße Magie betreiben. Sondern die Formulierung spielt keine Rolle, wie ich es formuliere im Gebet. Aber manche fühlen sich nicht so sicher, weil sie noch nicht so oft gebetet haben. Deswegen sage ich, sie können auch dieses Gebet als ihr eigenes Gebet vor Gott ablesen. Man kann auch Gebete ablesen, ist durchaus möglich. Ich habe so ein Gebet hier mal aufgeführt. Ich habe übrigens dieses Gebet und auch diese ganze Liste habe ich noch auf drei Seiten, auf zwei Blättern und drei Seiten noch kopiert. Wer es gerne haben möchte, kann dann gerne im Ausgang das bekommen. Das ist dieses Gebet auch abgedruckt. Und das abgedruckte Gebet ist ein klein wenig länger als das Gebet hier. Ich erkläre gleich noch, was da auf dem Gebet, auf der Liste hier, auf dem Papier noch mehr dabei ist. Ich möchte mal das Gebet vorlesen, was ich so als Vorschlag hier mit dabei habe. Übrigens, ich habe auch von dem Buch von Kurt Hasel
Zauber des Aberglaubens. Ist da auch einige Gedanken von herausgenommen. Herr Jesus Christus, ich bekenne dir meine Sünden. In Klammern, jede bewusste oder okkulte Sünde laut mit Namen nennen. Das heißt, da müsste man dir dann die Liste vorlesen, was man angekreuzt hat. Herr Jesus Christus, ich will mich und mein Leben dir übergeben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dein Gotteskind sein für Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus Christus, ich stelle mich unter dein kostbares Blut und unter deinen göttlichen Schutz. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sage ich mich los vom Teufel und allen seinen finsteren Mächten, seinem bösen Wesen und seinen dämonischen Mächten. Ich will nichts mehr mit den finsteren und dämonischen Mächten des Teufels zu tun haben. Nimm Satan jedes Anrecht auf mein Leben weg. Herr Jesus Christus, um deines vergossenen Blutes willen, mache mich ganz frei von allen Banden und Bindungen durch Aberglaube, Okkultismus, Spiritismus, Satanismus und deren Folgen. Befiehl den Finsternismächten, mich loszulassen, mich freizugeben und mich nicht zu quälen. Herr Jesus Christus, beschütze mich von allen Seiten, bei Tag und in der Nacht. Ich will mich unter dein kostbares Blut stellen. Du hast versprochen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Herr Jesus Christus, ich glaube deinen Aussagen. Ich danke dir, dass du jetzt in meinem Leben alle Finsternismächte und Teufelsgewalt entwaffnet und besiegt hast. Ich danke dir, dass du jetzt der Sieger in meinem Leben bist. Ich danke dir, dass mein Leben in deinen liebevollen Händen völlig geborgen ist. Amen. Das ist so ein Gebet, was man selbst für sich beten kann. Ich habe hier auf dieser Liste, auf dem Papier, noch zwei Dinge noch extra dabei. Nämlich, manchmal kann es sein, wenn die Eltern oder Großeltern sehr aktiv in diesen Dingen verstrickt waren, dass auch okkulte Belastungen auf Kinder übertragen werden können. Das habe ich hier noch mit dabei. Oder dass manchmal auch, wenn manchmal Spiritisten in einem Haus gewohnt haben, auch das Haus noch belastet sein kann, habe ich hier auch noch mit drauf, auf diesem Absagegebet. Und normalerweise ist es so, wenn jemand etwas getan hat und er sich an Gott wendet und sein Gebet spricht, dann ist er frei. Ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen vor dem Gebet und nach dem Gebet andere Menschen waren. Vorher, manchmal kann man sehen, wenn Menschen okkulte Belastungen haben, dass sie eine eingeschränkte Mimik haben, erstarrte Gesichtszüge haben. Und manchmal ist das nach dem Gebet ganz anders, dass man einen Unterschied sehen kann. Und ich habe auch schon oft erlebt, wie auch während so eines Gebetes was geschehen kann. Wenn Sie so ein Gebet sprechen sollten, Sie können es ganz alleine bei sich zu Hause machen. Wenn Sie irgendwas spüren sollten, irgendwelche Schwierigkeiten merken, beten Sie weiter, einfach weiter beten, bis Sie zu Ende sind. Und wenn Sie zu Ende sind, werden Sie frei sein. Und wenn Sie stärker in okkulten Belastungen drin sind, vielleicht in der zweiten und dritten Stufe schon, dann bitten Sie einen Gebetskreis, für Sie zu beten, mit Ihnen zu beten, das nicht allein zu machen. Denn bei starker Belastung, bei Besessenheit, braucht man eine ganze Gruppe, die zusammen gemeinsam betet. Und Gott gibt Macht frei. Gott gibt Freiheit. Und wenn immer noch irgendetwas in Ihrem Leben da ist, wenn Sie immer noch okkulte Dinge spüren, dann sollten Sie vielleicht nochmal Ihr Haus durchsuchen, ob Sie noch Bücher haben, Kassetten haben, Schallplatten haben, DVDs haben, die vielleicht okkulten Hintergrund haben könnten und das entsorgen. Es lohnt sich. Jesus möchte uns frei machen. Und wir reden heute Abend darüber, damit wir den guten Weg gehen, damit wir all die Dinge, die wir besprochen haben, nicht tun, damit wir einen Bogen drum machen. Wir müssen davor keine Angst haben. Und wenn wir es gemacht haben, können wir frei werden davon, indem wir uns in Gottes Hände legen. Deswegen sagen Sie ja zu Jesus. Er liebt uns. Er möchte unser Bestes. Er möchte, dass wir ein glückliches, erfülltes, freies Leben haben können. Er liebt sie. Er liebt sie mehr, als sie sich selbst lieben können. Er möchte sie frei machen. Und er möchte die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Er möchte gerne, dass wenn er wiederkommt in den Wolken des Himmels, dass wir dann mit ihm gemeinsam in sein Reich gehen dürfen, um bei ihm zu sein in Ewigkeit. Satan möchte das verhindern, indem er uns verlockende Angebote macht, auf verbotenes Gebiet hineinzuziehen. Jesus möchte uns einen guten Weg führen. Einen Weg, wo wir hier in diesem Leben schon glücklich
frei und froh leben dürfen und in der Ewigkeit mit ihm. Ich darf Sie einladen, eine Entscheidung zu treffen, zu diesem Jesus Ja zu sagen, ganz Ja zu sagen, sich von manchen Dingen, auch manchen christlichen Dingen, von christlichen schamanistischen Dingen fernzuhalten, den Weg zu gehen, den die Bibel uns zeigt. Denn Gott und sein Wort ist die einzige Richtschnur, die uns einen guten Weg zeigt, Freiheit und ein freies Leben garantiert. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Großer, allmächtiger Gott, dich beten wir an. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Sünden getragen hast. Wir danken dir, dass du Satan und die Sünde besiegt hast. Herr, und du möchtest auch in unserem Leben die Sünde und den Satan besiegen. Wir bitten dich, Herr, vergib uns, wenn wir gesündigt haben, wenn wir uns mit okkulten Dingen eingelassen haben. Hilf uns, dass wir klar erkennen können, wo dein Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Schenk uns die Gabe der Geisterunterscheidung. Wir bitten dich, hilf, dass wir die Dinge, die nicht gut sind, nicht tun, dass wir da einen Bogen herummachen. Bewahre uns davor, da hineinzufallen. Und wenn wir doch hineingefallen sind, dann mach du uns frei. Denn du möchtest es tun. Du hast uns so sehr lieb, dass du möchtest, dass wir ein gutes, erfülltes, glückliches Leben führen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir dich jeden Tag mehr von ganzem Herzen lieben können. Dass wir jeden Tag mehr, enger und mehr mit dir verbunden sind. Und dass wir dann, wenn du wiederkommst, in deinem Reich leben dürfen. Herr, segne du uns, bleibe du bei uns, befreie du uns und hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.